Wir leben in einem großen Energiemeer. Alles, jedes Atom, jedes subatomare Teilchen befindet sich in konstanter Bewegung. Es dreht sich für immer. Sogar im dunklen, kalten, absoluten Vakuum des tiefsten Raumes. Dort gibt es etwas, was die Nuklearphysik als Quantum-Nuklearfluss bezeichnet. Es ist der Äther der antiken Menschen, die Lebensenergie der Metaphysik. Sie sind die zufälligen Fluktuationen dieses riesigen Potenzialfeldes, in das Zeit und Raum eingebettet sind. Jetzt ist es theoretisch und mathematisch bewiesen. Die Frage ist nicht länger, existiert diese Nullpunkt-Energie, sondern eher, können wir diese unerschöpfliche Quelle freier und unbegrenzter Energie anzapfen, was ja sowohl preiswert als auch umweltmäßig sicher wäre. Eines ist sicher, wenn wir damit weiterhin mit dem Kurs fortfahren, fossile Brennstoffe zu verwenden und uns auf Kernspaltung zu verlassen, befindet sich die Zukunft unserer Zivilisation in großer Gefahr. Wir befinden uns an einem kritischen Kreuzweg, an dem die Verwüstung, der Verschmutzung und radioaktiver Abfall die Aufnahmefähigkeit von Mutter Erde überschritten haben. Unsere begrenzten Öl- und Gasreserven werden bei der jetzigen Verbrauchsrate endgültig im Jahre 2025 erschöpft sein. Starke Firmen und Regierungsselbstinteressen ignorieren diese schwebende Krise und widersetzen sich der Veränderung des Status quo. Es muss die Frage gestellt werden, ob dies die Welt ist, die wir zukünftigen Generationen überlassen möchten. An der wissenschaftlichen Grenze auftauchend, fordert eine pionierhafte Mischung von theoretischen Physikern und inspirierten Erfindern unsere Methoden heraus, wie wir über die unsichtbaren Kräfte der Natur Nutzung erlangen können. Trotz Verunglückung, mangelndem Geld und klarer Unterdrückung, sie konfrontieren eine überholte klassische Weltsicht mit einer bevorstehenden, monumentalen wissenschaftlichen Revolution. In diesem Programm werden sie die grundlegende Arbeit von nimmermüden Erfindern und visionären Wissenschaftlern miterleben, die vielleicht die Schlüssel für ewige Energieunabhängigkeit für jede Person auf Erden besitzen. Von Nikola Tesla bis zur Realität der kalten Fusion darüber hinaus schließen sie sich uns an, während wir freie Energie präsentieren, das Rennen zum Nullpunkt. Die meisten Menschen würden darin übereinstimmen, dass man nichts umsonst bekommen kann. Es gibt nichts derartiges wie ein Mittagessen umsonst. Und dennoch bekommen wir unseren Sauerstoff umsonst aus der Luft, die wir einatmen. Wir bekommen Sonnenlicht umsonst und Wasser war gewöhnlich auch umsonst, bis abgefülltes Flaschenwasser eingeführt wurde. Doch wie steht es mit Energie? Wir mussten schon immer dafür bezahlen, ob es nun Holz, Kohle, Öl oder Elektrizität war. Es war schon immer die Regel, dass man mehr Energie zurückerhalten kann, als man zuerst hineinstecken muss. Dies ist ein Grundgesetz der Natur. Die Physiker des 19. Jahrhunderts fanden dies durch das erste Gesetz der Thermodynamik heraus, die Bewahrung der Energie. Vielleicht ist es so, doch die Wissenschaft ist seitdem einen langen Weg gegangen und die Gesetze, es gab noch nie eins, das noch nicht gebrochen wurde. Die Pioniere. Zur Zeit der letzten Jahrhundertwende machte Nikola Tesla, der geniale Erfinder, der uns Wechselstrom und die Tesla-Spule gab, folgende Feststellung. Zitat: Elektrische Energie befindet sich überall in unbegrenzter Menge. Sie kann Straßenmaschinen betreiben, ohne dass man Kohlen, Öl, Gas oder jeglichen anderen Treibstoff benötigt. Diese neue Energie, um die Straßenmaschinen zu fahren, wird aus der Energie gewonnen werden, die das Universum am Laufen hält. Die kosmische Energie. Zitat Ende. Mit über 200 Patenten auf seinen Namen befand sich Tesla sehr wohl auf dem Weg, elektrische Energie ohne Drähte zu übertragen. Doch dann bekam er Ärger mit J.P. Morgan und den Finanzinteressen des Jahres 1901. Sein ehrgeiziges Wardenclyffe-Projekt, um Energie zu verstärken und zu Schiffen auf dem Meer zu übertragen und schließlich freie Elektrizität für die ganze Welt, wurde von Morgan versenkt, was Tesla auf dem Höhepunkt seines Ruhmes desillusioniert hinterließ. Die reichen Industrialisten der damaligen Zeit wussten, dass ihre weitreichenden Pläne die Welt mit dem Kupfer
aus den in ihrem Besitz befindlichen Minen zu verdrahten, würden vereitelt werden, wenn sie nicht die Kontrolle über die Versorgung und die Mittel der Übertragung beibehielten. Teslas Überzeugung, Technologie in Harmonie mit der Natur zu erschaffen, geriet in Konflikt mit der vorherrschenden amerikanischen Einstellung zu diesem Zeitpunkt, dass die Menschheit sich auf der Erde befindet, um sich die Erde und die Natur untertan zu machen. Langsam wurde Tesla als Spinner diffamiert und er wurde aus den Geschichtsaufzeichnungen gelöscht. Zum Zeitpunkt seines Todes im Jahre 1943 erhielt die US-Regierung lastwagenweise Teslas Dokumente, die von amerikanischen Regierungsbehörden in Empfang genommen wurden. Als J.P. Morgan Tesla verbot, mittels des Wardenclyffe-Turms Energie ins Ausland zu übertragen, sagte er, ich kann dort kein Ablesegerät anbringen, deshalb werde ich es nicht finanzieren. Man hat somit den Verlauf der Geschichte geändert. Deshalb haben wir die letzten 100 Jahre unter dem Profitmotiv gelitten. Natürlich könnte man sagen, dass die Menschheit wohl kaum dazu in der Lage war, mit den furchterregenden Kräften umzugehen, die Tesla erblickt hatte. Das 20. Jahrhundert würde Weltkriege und noch schreckenerregendere Technologie hervorbringen, als es die westliche Zivilisation jemals erlebt hatte. Sogar vor Tesla wurde die Grundlagenforschung, die zu freier Energie führt, in bahnbrechender Weise von Michael Faraday und James Clerk Maxwell durchgeführt. 1831 modellierte Faraday seinen rotierenden Magnet- und Scheibenrotator nach der Erde, der in Drehung um einen metallischen und geschmolzenen Kern den Planeten in einem selbsterhaltenen magnetischen Feld in Drehung hält. Seine Arbeit resultierte später in der Entwicklung des Dynamos. Auch als homopolarer bzw. unipolarer Generator bezeichnet, bildet der Faraday-Generator die Grundlage für vieles, was man heute macht. Und zum Beispiel auch mit dem elektromagnetischen Ansatz, der zur freien Energie führt. So wie mit Bruce De Palmas N-Maschine und Hempseed Tavares Raumstromgenerator. Wiederholte Experimente haben anonyme elektrische Leistungen entdeckt, die größer sind als die, die man benötigt, um die Scheibe rotieren zu lassen. Doch Reibungsverluste und Voltbegrenzungen haben die Effizienz und die weitere Akzeptanz dieser Maschinen beeinträchtigt. James Clerk Maxwell, am besten für seine Maxwell-Gleichung bekannt, wird nachgesagt, dass er die Dinge mit seinen Theorien über elektrische Eigenschaften berichtigt habe, auf eine Art und Weise, die die Nullpunktenergie eliminiert. Doch Maxwells fortgeschrittenere Arbeiten gestatteten die Existenz eines Äthers, eine Substanz, die feiner als Luft ist, was seit der Zeit Platons als wissenschaftliche Tatsache betrachtet worden war. Der in der damaligen Zeit vorherrschende Glaube war, dass Vakuum eine dünnmaterielle Flüssigkeit sei, der sogenannte materielle Äther, von dem wir heute wissen, dass diese Auffassung falsch ist. Der Äther ist da, aber es ist nicht die dünnmaterielle Flüssigkeit. Faraday hatte diese Vorstellung der Kraftlinien erneut etabliert, aber er dachte, dass das elektromagnetische Feld bzw. die elektromagnetischen Störungen sozusagen im Äther wirklich zurückschnellende Saiten waren. Doch diese Saiten befanden sich unter Anspannung, wie beim Instrument, und wenn eine Störung auftrat, dann zupfte man die Saiten. Nun, Maxwell äußerte ganz deutlich, dass er eigentlich dabei war, sich daran zu machen, das festzuhalten, was Faraday in der Theorie mit seinen Kraftlinien anstellte. Das ist es, was er eigentlich tat. Maxwells eigentliche Theorie besteht aus 20 Gleichungen und 20 Unbekannten in Quaternien, was Algebra höherer Typologie darstellt. Man kann dort Dinge tun, von denen man nur träumt, wenn man in Zehnerpotenzen rechnet. Was man sicherlich jedoch nicht mit Vektoren oder der Theorie darüber, wie verzerrt unser Universum ist, vollbringen kann. Die heute berühmten Nicolas-Morley-Experimente zur Jahrhundertwende versagten dabei, einen stationären Äther zu entdecken. Somit nahm die klassische Physik ein für alle Mal an, dass es ihn nicht gibt. Der Fall wurde geschlossen, bis die Quantenmechanik die Diskussion wieder eröffnete, was eine neue Interpretation darüber zuließ, wie Materie mit einem Nullpunktfeld interagiert. Der größte Teil unserer wissenschaftlichen Gemeinde glaubt eigentlich, dass leerer Raum, die Natur des leeren Raumes, völlig leer ist, frei von allem. Und historisch ist das sehr interessant, denn im 19. Jahrhundert und sogar vorher glaubte jeder, es gäbe einen Äther, eine alles durchdringende Substanz, die den Raum ausfüllt. Und dann, 1935, als die Relativitätstheorie recht populär wurde, sagte man, wir brauchen den Äther nicht. Der leere Raum ist leer. Und dann, 20 Jahre später, 1925, als die Quantenmechanik ins Spiel kam, da taucht plötzlich eine neue Energie in den Gleichungen der Quantenmechanik auf. Und sie muss also da sein, damit die Gleichungen funktionieren. Und es muss mit Fluktuationen des elektromagnetischen Energiefeldes auf sehr hoher Frequenz zu tun haben, die mit allem interagiert. Und man bezeichnet dies als die Nullpunktenergie, und es stellt sich heraus, dass alle Elementarteilchen mit dieser Energie interagieren,
und es wird zu einer potenziellen Energiequelle. Freie Energie ist im Grunde genommen ein anderes Wort für eine Nullpunktenergie. Sie ist ein Vakuum im Raum, sie ist im Vakuum des Raums enthalten, sie ist kaum feststellbar auf die eine oder andere traditionelle Art und Weise. Tatsächlich ist sie auf der einen Seite homogen und isotropisch, das Gleiche überall und das Gleiche in allen Richtungen. Und deshalb ist der Versuch, sie zu extrahieren oder zu messen, das ist so wie das Problem, als wenn man ein Liter Wasser außerhalb der Meeresoberfläche wiegen möchte. Was misst man unter Berücksichtigung von was? Und dies ist das Dilemma des Physikers. Wir sind sozusagen in diesem Jahrhundert in eine große Sackgasse geraten. Sackgasse bedeutet, dass es dort nichts wie ein Bewusstsein bzw. ein Nullpunktfeld gibt, dieser Ort, von der die Energie kommen könnte. Und die Antwort scheint jetzt zu sein, ja. Denn experimentelle Physik und die Quantenmechanik zeigen sehr deutlich die Existenz dieses allen durchdringenden elektromagnetischen Feldes, das man als Nullpunktfeld bezeichnet. Tatsache ist, alle Skeptiker verweisen auf Einsteins Relativitätstheorie. Es war Einstein, der 1920 sagte, es gibt da gewichtige Argumente, die zugunsten der Äther-Hypothese reduziert werden. Den Äther zu verleugnen bedeutet letztlich anzunehmen, dass der leere Raum, wie auch immer, keine physischen Qualitäten besitzt. Die fundamentalen Tatsachen der Mechanik harmonisieren nicht mit dieser Sichtweise. Der Relativitätstheorie zufolge ist der Raum mit physischen Qualitäten versehen. Deshalb besteht in diesem Sinne ein Äther. Der Relativitätstheorie zufolge ist der Raum ohne Äther undenkbar. Der Begriff Vakuum wurde auf völlig unterschiedliche Weisen verwendet. Manche Ingenieure meinen dies zu verwenden, wenn man Luft herausholt, dass dies ein Vakuum sei und dies sei dann Vakuumtechnologie. Davon sprechen wir nicht. Wir sprechen von der Zeit des leeren Raumes. Wir wissen heute zum Beispiel über die Lamp-Verschiebung in der Quantenmechanik. Sie zeigte, dass der Energieaustausch im Vakuum und den geladenen Teilchen tatsächlich real ist und er erzeugt wirkliche Effekte. Man kann es messen und dafür verlieh man ihm für die Lampschen Gesetze den Nobelpreis dafür, dass er diese Messungen durchgeführt hat und es in der Physikliteratur aufzeigte. Wir wissen, dass es real ist. Sie wurde experimentell entdeckt. Die Casimir-Experimente zeigen zum Beispiel deutlich, dass sie da ist und sie erzeugt energetische Effekte in den eigentlichen Materialien. Es stellt sich heraus, in der modernen Sicht, der modernen quantenmechanischen Sichtweise, dass wenn man dieses Wissen anwendet, das man dort erhält, wenn man dies also versucht, das Vakuum ist dann heftig aktiv. Es ist ein heftiger Energiestrom, der zu jeder Zeit in alle Richtungen geht. Die Energiedichte davon wurde von verschiedenen Physikern auf äußerst hoch eingeschätzt. Wenn man zum Beispiel in einem Kubikzentimeter annimmt, dass man die rohe Energie aus diesem Kubikzentimeter entnehmen könnte und sie in Masse kondensieren würde, geteilt durch 6 Rechtecke, dann erhielte man mehr beobachtbare Masse daraus resultierend, als unser größtes Teleskop im beobachtbaren Universum sehen kann, mit all den beobachtbaren Sternen und Planeten von heute. Somit ist die dort vorhandene Energie extrem dicht und äußerst heftig. Dies treibt alles an, was wir als physische Realität bezeichnen. Alles vom Quantenniveau bis zum beobachtbaren Niveau und der beobachtbaren Welt, in der wir leben. Alles wird energetisch vom Vakuum angetrieben. Nullpunkt ist gleich Nullpunkt Kelvin Energiedichte. Das Energiemeer, in der die Erde treibt, war ein revolutionäres Buch, das von T. Henry Morrell geschrieben wurde, einem Elektroingenieur und Tesla-Enthusiasten, der Anfang der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts anfing, an einem Gerät zu arbeiten, von dem er behauptete, dass es in die strahlende Energie eingreift, die vom Weltraum her kommt. Sein Festzustandsdetektor, das Morrell-Ventil, wurde mit einer komplexen Serie von Halbleitern entworfen, Hochspannungskondensatoren und Umwandlern, die an eine Antenne angeschlossen waren. Durch die Anregung der existierenden Oszillationen der Raumenergie wurde das strahlende Energiegerät befähigt, tagelang zu laufen und es gab etwa 50 Kilowatt Elektrizität ab. Seine öffentlichen Demonstrationen zogen private Zeitungsberichterstattungen nach sich, aber auch das Interesse der Wissenschaftler der Bell-Laboratorien und die Anwendung einer Verwaltungsbestimmung des Landwirtschaftsministeriums hinsichtlich der Replikation seiner Experimente. Keiner konnte Anzeichen von Betrug feststellen und noch konnte irgendjemand erklären, wie dieses Strahlenenergiegerät funktioniert. Während der 30er Jahre entwickelte Morrey Halbleiter und Konsistoren, die weit ihrer Zeit voraus waren. Unglücklicherweise, wie bei vielen Erfindern, als er sich weigerte, an mächtige Interessengruppen zu verkaufen, wurden Morrey und seine Familie bedroht.
Sie wurden beschossen und das Laboratorium wurde geplündert. Vom US-Patentamt ignoriert, hörte Murray ganz leise mit den Öffentlichen zur Schaustellung des Geräts auf, nachdem es von seinem Assistenten Felix Bratcher zerstört worden war, einem kommunistischen Sympathisanten, der frustriert war, und Murray lehnte seine wiederholten Angebote ab, diese Technologie nach Russland zu bringen. Heute fahren Murrays Söhne John und Richard fort, den Traum ihres Vaters zu verwirklichen. In Europa waren es während der 30er Jahre Viktor Schaubergers Wirbelexperimente, die in einem vorangeschrittenen Verständnis darüber resultierten, wie alle spiraligen Bewegungen, die in allen natürlichen Systemen bestehen, die Wirkung der Entropie umkehren. Durch das Studieren der endlosen Eigenschaften von nach innen wirbelndem Wasser erschuf er einen Implosionsgenerator, der elektrische Ladung konzentrierte. Viktor Schauberger ist einer meiner Helden, der über eine mögliche Wissenschaft sprach, die eher auf der innewohnenden Bewegung basiert, im Gegensatz zu Dingen, die man aufsprengt und sie aufbricht und das Atom studiert, das man in kleine Stücke zerbrochen hat. Lassen Sie uns das Atom studieren, indem man betrachtet, wie es sich in einer Spiralbewegung natürlich bewegen möchte. Es ist überall das Gleiche, wo man in der Natur auch hinbaut. Schaubergers Ideen wurden überall vor dem Zweiten Weltkrieg bekannt und er wurde von den Nazis gezwungen, an einer exotischen Scheibe mitzuarbeiten, die Flugscheiben ähnelten, wie auch seine Energiegeneratoren. 1958 reiste er in die Vereinigten Staaten, wo man ihm sagte, er könne hier seine Geräte herstellen lassen. Doch er wurde übertölpelt, alle seine Rechte zu übertragen, und keine seiner Erfindungen wurde jemals entwickelt. Nach seiner Rückkehr nach Österreich starb er als bitterer und gebrochener Mann. Die Beiträge des visionären Philosophen, Künstlers und Wissenschaftlers Walter Russells waren zum Verständnis der Energie bedeutsam, obwohl sie von den Mainstream-Akademikern ignoriert wurden. Russells überarbeitetes Periodentabellensystem der Elemente, das auf einer Spirale fußte, sagte viele unbekannte Elemente und Isotope voraus, wie zum Beispiel Plutonium und Deuterium. Seine kosmologischen Theorien über die mystische Natur der Realität forderte die Physiker heraus, die Begriffe der Energie, des Lichtes und der Materie als eine Substanz neu zu überdenken. Elektrostatik. Da ist Elektrizität in der Luft. Dies ist ein häufiger Ausdruck und einer, der wahr ist. Nehmen Sie einen Kamm, fahren Sie sich damit durch das Haar an einem trockenen Tag und Sie bekommen einen statischen Schlag. In Ordnung, es ist Elektrizität. Aber könnte sie auch angezapft werden, um genug Energie zu erzeugen, damit sie von uns allen verwendet werden könnte? Benjamin Franklin wird als Erfinder angesehen, der den elektrostatischen Magnetmotor im 18. Jahrhundert erfand, doch seine Leistung war sehr lax. Der elektrostatische Windhurst-Generator war ein Hochspannungsmechanismus, der im 18. Jahrhundert entwickelt wurde. Er kann von Hand oder automatisch gestartet werden und produziert dramatische Funken, während er Leighton-Gläser auflädt. Heute wird er dazu verwendet, um über Elektrizität zu unterrichten. Praktische Anwendungen werden heute als belanglos erachtet. Eine Hightech-Variation des Windhurst-Geräts ist der Testatica oder Swiss Ilno Converter. Er wurde von Paul Baumann von der Maternity-Gemeinde in der Schweiz während der 70er Jahre entwickelt. Dieses Gerät für freie Energie ist ein Wunder, das seit mehr als 20 Jahren in Betrieb ist und Elektrizität für die kleine, sich selbst versorgende christliche Gemeinde liefert. Viele technische Experten sind von seiner Überflussleistung überrascht. Die Mehrheit der Gemeinde meint jedoch, dass die Menschheit noch nicht bereit ist, um eine solch unbegrenzte Energie verantwortlich behandeln zu können. Sie halten die Technologie unter Verschluss bis zu der Zeit, an dem die Welt spirituell vorbereitet ist. Andere Forscher wie Dr. Oleg Jefferminko fuhren fort, Anwendungen für die reale Welt weiter zu verfolgen, um den elektrostatischen Motor zu nutzen. Zitat: Seine Leistung, die ich am meisten und am besten empfinde, ist, dass er eine bestimmte Art von Electret verwendet. Das ist eine wachsartige Substanz, die die Ladung hält. Es ist auf vielerlei Weisen eine Art Magnetanalog und er hat damit einen 0,1 PS Motor erreicht, was ein kleines Gerät darstellt. Also geht die Arbeit am atmosphärischen Kollektor weiter. So wie der homopolare Generator basiert der elektrostatische Motor auf der Dynamik unserer Erdenumwelt. Wie bei der Wind- bzw. Sonnenkraft bieten sie echt tragbare Alternativen, die mit bescheidenen Effizienzzuwächsen durchaus zu unserer Gegenwart Abhängigkeit von den fossilen Brennstoffen beitragen können. Sind wir klug genug, von den Hinweisen zu lernen, die unser Planet bereitstellt? Moderne Ära, Elektrogravität zur Energiekrise. Auf dem Fundament so innovativer Denker und Erfinder wie Tesla oder Murray begann das moderne Zeitalter der Energieforschung. Während der 50er Jahre
Als Wellen von Flugscheibensichtungen über den Vereinigten Staaten auftraten und während eines in den Kinderschuhen steckendes Raumprogramm entwickelt wurde, versuchte man mit dem russischen Staat des Sputnik Schritt zu halten. Und es war ein Mann namens T. Townsend Brown, der mit Experimenten beschäftigt war, die unsere konventionelle Auffassung der Elektrizität, Schwerkraft und Antrieb spotteten. Zusammen mit Dr. Paul Leifert und Dr. Agnew Bonson führte Brown Hochspannung zum nächsten Extrem. In diesem seltenen Heimvideo sind die frühesten Experimente über Elektrogravität aufgezeichnet. Indem man Hochspannung zwischen 20.000 bis 200.000 Volt nutzt, entdeckte Brown, dass hochaufgeladene Kondensatoren einen bemerkbaren Stoß in eine Richtung aufweisen. Obwohl ihm auch ein Patent für seinen elektrokinetischen Generator verliehen wurde, hat niemand das Experiment reproduziert, bis vor kurzem. By using high voltages over 20,000 and up to 200,000 volts, Brown discovered that highly charged capacitors would exhibit a noticeable thrust in one direction. Although awarded a patent for his electrokinetic generator, no one has ever reproduced his experiment until recently. Larry Davenport, der hier mit der Replikation von Browns elektrokinetischen Generator gezeigt wird, erklärt: Als ich das erste Mal Browns Materialien las, verstand ich nicht ganz den Unterschied zwischen den Ionenwindgeräten, von denen hier einige draußen stehen, und einige auch sehr effizient bezüglich der Herstellung von Ionenwind sind, und seinem besonderen Apparat. Schließlich beschloss ich, 1994 Browns Arbeit weiterzuführen. Ich schaute mir sein Gerät an und versuchte ein paar andere Dinge und sie funktionierten und ich dachte bei mir, Brown soll der Pionier all dieser Dinge sein und die Leute, die die Ansprüche anmelden, um ihre Patente zu erhalten, die beziehen sich immer auf seinen Namen. Also dachte ich, ich werde mich dahin zurückbegeben und ich versuche das zu machen. Es auszubalancieren war wirklich wichtig. Seine Antriebsmethode benutzte besonders die Ladungstrennung von Hochspannung eines Fahrzeugs. Er fand heraus, dass runde Fahrzeuge besser für diese Anwendung waren als die geflügelten Fahrzeuge. Wie dem auch sei. Neulich fanden wir durch Dr. Paul von Islet's Research, dass der B-2-Bomber sich anscheinend als ein Elektroorbiter-Flugzeug qualifiziert. Das Militär hat zugegeben, dass es die nach vorne leitenden Flügelenden elektrisch auflädt. Es wird auch erschöpftes Uran für die vorderen Flügelenden verwendet. Und ob diese Technologie oder dieses Design nun andere Anwendungen besitzt oder nicht, wir erkennen es, da die Abgase ebenfalls negativ ionisiert werden, dass wir also plötzlich die Hochspannungstrennung erhalten, die notwendig ist, um eine zusätzliche Antriebskraft zur Verfügung zu stellen, besonders in großen Höhen. Somit ist Elektrogravität ein wirklich einfacher Vorgang, aber sie stellt eine gute Kraftmenge dar bei sehr kleiner Energiezufuhr. So electrogravity in that aspect is a very simple process, but does provide a good amount of force for a very small amount of energy input. Wie bei vielen vielversprechenden Erfindungen, die während den Jahren des Kalten Krieges entwickelt wurden, geht das nationale Geheimhaltungsgesetz Wissenschaftler wie T. Townsend Brown davon ab, jedwede Technologie zu kommerzialisieren oder sogar zu veröffentlichen, die potenziell so interpretiert werden könnte, dass sie eine militärische Anwendung besitzt. Der Triumph des amerikanischen Raumerkundungsprogrammes eröffnete den Weg in die Ära der Beschränkungen in den späten 70er Jahren. Die unrühmliche Energiekrise machte uns allen unsere Abhängigkeit von erschöpflichen Ressourcen bewusst. Viele Erfinder versprachen dramatische Ergebnisse mit Geräten, von denen sie sagten, sie würden die Krise lösen. Behauptungen der Übereinheit, wo die Leistung den Output beziehungsweise den Input übersteigt, wurden routinemäßig angekündigt. Doch wenn man sie einem Test unterzog, funktionierten die meisten ihrer rohen Prototypen nur schlecht oder überhaupt nicht. Die Messmethoden waren noch nicht so gut. Und es war sehr schwer, sie dazu zu bringen, damit sie genau funktionieren. Wenn man dann bescheidenen Output erzielte, dann wurde dies von den Mainstream-Wissenschaftlern verworfen und das Patent wurde verweigert. Doch ohne Patentschutz besitzen die Investoren keinen Anreiz, die Millionen von Dollar auf den Tisch zu legen, die man braucht, um diese Geräte in Massen herzustellen und zu vermarkten. Egal, wie vielversprechend die Technologie auch ist. Doch schließlich brachten uns die klassischen Dynamiklehren zum Mond und Einsteins E ist gleich mc Quadrat erklärte, dass Energie weder erschaffen noch zerstört werden kann. Alles, was anders erschien, wurde
nun andererseits als ständige Bewegung bezeichnet, unwert einer wissenschaftlichen Untersuchung unterzogen zu werden. Als ich 1980 anfing, war freie Energie etwas, über das wir nicht sprachen, allerhöchstens hinter verschlossenen Türen. Die Konferenzen wurden oft von Leuten besucht, die wir nicht kannten, und die Information wurde auf verschiedene Weise verbreitet, so dass plötzlich der Begriff nicht konventionelle Energie, den wir entwickelt hatten, in militärischen Publikationen auftauchte. Es ist ein kontroverses Thema, das zu dieser Zeit die Assoziation besaß, da kommt etwas aus dem Nichts. Deshalb ist es unwissenschaftlich und die sind ein Haufen Wahnsinniger, die dort sprechen. Doch früher oder später werden die Wissenschaftler sie darüber unterrichten, was die verschiedenen Gesetze der Physik sind, die hier verletzt werden. Die meisten Wissenschaftler setzten jede Vorstellung von freier Energie oder ein Übereinheitsgerät mit einer Perpetuum mobile Maschine gleich und deshalb ist es perfekter Unsinn. Sie sehen, es ist ein Spiel mit Worten. Die Wissenschaftler interpretierten es auf eine Art. Die Leute, die es machen, betrachten es aber als offenes System. Glücklicherweise besitzen wir heute ein System der Thermodynamik. Dafür wurden Nobelpreise verliehen, zum Beispiel an Prigogine, für Systeme, die nicht in der Thermodynamik angelegt sind, an die wir glauben, die aber offene Systeme besitzen. Die Energie fließt von außen und durch sie hindurch. Diese Art von System kann Übereinheit erzeugen. Es ist völlig legitime Physik. Heute sind die meisten Wissenschaftler nicht einmal sich der Literatur bewusst, die besagt, dass Nullpunktenergie existiert. Hauptsächlich, weil die meisten Wissenschaftler keine Physiker sind. Nun, einige, mit denen ich zur Schule gegangen bin, ich habe einen Doktor für Philosophie, für Elektronensystemtechnik und kein Professor hat jemals davon etwas gehört. Und dennoch gibt es da eine Bibliothek. Teil davon ist, dass die meisten Wissenschaftler Spezialisten auf ihrem eigenen Gebiet sind. Die Wissenschaft heute ist sehr zersplittert. Und von denen, die wissen, dass die Nullpunktenergie existiert, die könnten argumentieren, nun, sie ist von ihrer Natur her zufällig und deshalb kann es nicht als Energiequelle angezapft werden. Doch erst neuere Forschung über die Thermodynamik, was Ilya Prigogine 1977 den Nobelpreis einbrachte, zeigt, dass diese Energie selbst organisiert werden kann, wenn man die richtigen Systembedingungen erfüllen kann. Und das passiert bei einigen dieser Experimente und Erfindungen, die diese Energie anzapfen und eine enorme Energiemenge produzieren. Ein anderer Widerstand ist, dass die Physikgemeinde, die wirklich um diese Energie weiß, sie realisieren, dass wenn man sie anzapfen könnte, dass sich dann alles verändern könnte. Das Fundament der Physik würde sich ändern. Das wichtigste Fundament aller Physik wäre dann die Quantenenergie, die sich im Raum eingebettet befindet. Aber wirklich, wir verstehen sie nicht. Und es ist extrem kompliziert, mathematisch gesehen, darin Berechnungen auszuführen. Und es stellt sich heraus, dass es wahrscheinlich in Zukunft die Grundlage für die Strömungstheorie sein wird. Und deshalb wird das, was als nichts erscheint, wird eigentlich als Feldwirkung verstanden werden. Als Anzapfen einer Energie, die schon verfügbar ist, aber man kann sie nicht sehen. Sogar die Funkwellen. Das TV-Gerät ist ein gutes Beispiel. Für einen primitiven Stamm sieht es wie eine magische Schachtel aus, doch es verwandelt unsichtbare Energie in der Luft in Signale und Bilder. Das Mühlrad in einem Fluss, das die Mühle früher antrieb und Getreide malte, ist ein Gerät mit freier Energie. Das gilt auch zum Beispiel für eine Windmühle. Was wir meinen ist, wir nehmen die Energie von einer externen Quelle und verwenden sie. Und somit ist es ein offenes System und die Systemumwelt liefert eine Vorwärtsenergie in das System, die das System dann sammelt und verwendet. Primary requirements, it has to be an open system, it has to have an... Die Hauptanforderungen sind, es muss ein offenes System sein. Es muss über eine externe Energiequelle verfügen, die wir verwenden werden. Deshalb ist es auch nicht mysteriöser als eine Windmühle. Und jetzt schließen wir den Kreis und realisieren, dass Physik und Metaphysik, also einige Vorstellungen des 19. Jahrhunderts wie der Äther und der Wirbel, jetzt entstaubt werden. Und diese Ideen werden mit modernen Experimenten verschmolzen, plus Quantenmechanik und so weiter, in diese prächtige Synthese, die ich als heilige Wissenschaft bezeichne. Eine ganz neue Wissenschaft und Physik, wobei das Bewusstsein als das Höchste regiert und wo wir auch keinem besonderen Führer oder Guru oder so folgen müssen. Wir haben alles im Universum, was wir brauchen. Es ist unser Recht, es jetzt zu besitzen. Dies sind einige der grundlegenden und essentiellen Prinzipien, die der Entdeckung freier Energie zugrunde liegen. And these are some of the basic essence principles that lie underneath the discovery of free energy. Trägheitsantrieb. Die Kraft der Trägheit ist in der Mechanik wohl bekannt, doch bis vor kurzem wurde sie als zu schwach und schwierig erachtet,
um sie als Antriebskraft zu nutzen. Nach Aussage von einigen Theoretikern wie Hal Puthoff ist Trägheit wie die Schwerkraft, die auftritt, wenn man versucht, ein Objekt gegen die Nullpunktfluktuationen im Hintergrund zu beschleunigen. Wir stoßen buchstäblich auf Widerstand. Der kanadische Erfinder Roy Thornton hat eine Trägheitsimpulsantriebsmaschine entwickelt, die diesen Widerstand überwindet, indem sie Drehpunktkraft nutzt. Sie stößt gegen nichts, sie stößt keine Abgase aus, aber man hat berechnet, dass sie 20 Mal mehr effizient als ein Düsenmotor ist. But it's been calculated to be 20 times more efficient than a jet engine. Hier treibt einer von Thornsons Trägheitsimpulsantrieben ein Kanu in einem Schwimmbad an. Der Motor, der sich in einer Box befindet, berührt niemals das Wasser oder die Luft. Beim Pendeltest wird einseitige Kraft erzeugt, um das Pendel auf einer Seite zu halten. Darüber hinaus können wir, wie ich es getan habe, mittels Ingenieursanalyse und mit Modellen, die sich hin und her neigen, wenn die einen Pendeltest durchmachen und andauernd auf einer Seite des Pendels bleiben und sogar ein Kanu in einem Schwimmbad antreiben können, die Kommerzialisierung dieses Geräts ist immer noch ein schwieriger Weg. Wir sehen das bei vielen Erfindungen. Was ich jedoch betonen möchte, ist, dass meine F über Pi Messung davon ausgeht, dass es buchstäblich 20 Mal besser als ein Düsenmotor ist. Ein typischer Düsenmotor, ich glaube die DC-9 wurde analysiert, besitzt 1,6 Lumen Watt. Das ist im metrischen System so gerechnet. Wenn man sich den Thornton-Antrieb ansieht, er ist in der Lage 1,3 bzw. 1,32 Lumen Watt zu erreichen. Das wäre 20 Mal besser als ein Düsenmotor. 0.32 Newtons per Watt. Literally 20 times better than the jet engine. Roy Thornton entwickelt Verfeinerungen seines Systems, um seine Leistung zu steigern. Unglücklicherweise, wie bei vielen Erfindern, sogar mit einem US-Patent in der Hand, brachte er nicht genügend Investitionskapital herein, um seinen Motor auf den Markt zu bringen. Wir alle haben diese kleinen Spielzeugsachen gesehen, die den Blitz in einer Flasche vorführen. Es ist das elektrische Phänomen, das man als Plasmaentladung bezeichnet. Verschiedene Erfinder, die unabhängig voneinander daran arbeiten, kommen mit einer exotischen Mischung an Gasen, Metallen und Verfahren heraus, um tatsächlich überflüssige elektrische Energie aus diesem Naturphänomen herauszuquetschen. 1996 haben Paul und Alexandra Corrett das erste Patent für ein derartiges Gerät erhalten, was man als Pulsed at Normal Glow Discharge Reactor bezeichnet. Der erste seiner Art, der elektrische Plasmaentladung direkt in Elektrizität verwandelt. Der Erfinder Paul Pantone aus Utah hat etwas entwickelt, das er als GEET-Treibstoffprozessor bezeichnet. Ein Plasmagenerator, ähnlich wie ein Supervergaser, der eigentlich mit 80% Wasser zu laufen scheint und vollkommen verschmutzungsfrei funktioniert. Dieses Gerät ersetzt den Vergaser und den Auspuff und kombiniert sie zu einer Einheit. Dieses Ende hingegen wirkt wie eine Miniaturraffinerie und erlaubt es, den Motor mit einzulaufen, von Batteriesäure und Wasser bis hin zu Rohöl, das direkt aus dem Boden kommt. Dies ist Angola Crude mit einer Schwere von 39,5. Rohöl wird nur verwendet, um den Motor vorzubereiten. Der Haupttreibstoff ist Wasser. Der Auspuff verläuft hier herunter, läuft hier herum und kommt am hintersten Ende heraus. Diese Kammer zieht einige Wärme vom Auspuff an, plus diesem Rohr, das einige der Auspuffabgase aufnimmt. Sie werden oben zur Kammer heraufgebracht und dann blubbert man sie nach unten auf den Boden. Die Blasen werden
so wie sie durch den Treibstoff treten, nach oben zur Kammer gebracht und werden durch ein Rohr gesammelt und in das Zentrum des Auspuffrohrs eingespeist. Während sie in das Auspuffrohr eingespeist werden, befinden sie sich in einem Vakuum und es gibt einen Wärmeaustausch, der auftritt. Dieser Prozess wurde einige Male entweder als Plasma- oder Elektrofeld kritisiert. Wir wissen, dass es über eine leichte Strahlung verfügt, die weder Beta noch Gamma ist. Und wir besitzen Röntgenaufnahmen, die zeigen, dass was auch immer von der Einheit kommt, es wird vom rostfreien Stahl im Gegensatz zu normalem Stahl unterschiedlich beeinflusst. Die Temperatur des Auspuffs ist die gleiche, die durch die Lufttemperatur hereinkommt von dem Bereich hier oben. Normalerweise treten 1-3% mehr Sauerstoff aus dem Abschlussstück aus, als wir einatmen. Und überhaupt kein Kohlenstoff. Der Kohlenstoff verschwindet. Ich würde nicht sagen, er verschwindet, er wird in irgendeine andere Substanz verwandelt, ein leichteres Element, denn wir haben eine Fülle von leichteren Elementen hier, die nicht erklärbar sind. Von hier unten. Denn während dem Erhitzungsvorgang treten elektrische Änderungen auf. Seitdem wir die Maschine seit 1983 bis heute am Laufen hatten, wir hatten sie oft 8 bis 8,5 Stunden am Tag am Laufen, wir mussten nie eine Zündkerze oder das Öl wechseln bzw. säubern. Wir haben dreimal den Kopf abgenommen, um das Innere zu untersuchen, und es war ohne Flecken. What we have here is the Pantone Gate device. Fitted to a Ford 2300cc four-cylinder engine. Hier haben wir das Pantone-Erhitzungsgerät, das auf einem Vierzylinder 2300 Kubikzentimeter Motor montiert wurde. Wie Sie sehen konnten, haben wir einen durchsichtigen Behälter hier, der den Treibstoff enthält. Während der Motor gestartet wird, wird Luft durch ein Vakuum angezogen und verblubbert den Kraftstoff. Die Dämpfe des Treibstoffs werden hier entzogen. Sie reisen hier herunter durch diesen Schlauch in unsere Reaktionskammer. Sie gehen die Reaktionskammer wieder herauf und kehren hier unten, hier hinten zurück, um vom Motor aufgenommen zu werden, durch diesen Schlauch. Dies ist unser Luftfilter. Und dieser Schlauch ist mit einem anderen Ventil verbunden, das durch diese Verbindung gesteuert wird. Sie kontrolliert die Luft- und Treibstoffaufnahme. Dies ist das Ventil, das die Rückluft steuert, die da unten durchgeht und dorthin zurückkehrt zum Bubbler. Going through this tube into the bubbler. Während der Testphase mit dem 2300 Kubikzentimeter Aufsatz haben wir einen Wirkungsgrad von über und einschließlich 300% über normal erreicht. Wenn dieser Motor vorher 20 Meilen pro Gallone auf der Autobahn benötigte, so kommen wir jetzt auf 60 Meilen. Unser Niedrigtest, der jetzt noch nicht abgeschlossen ist, aber wir empfinden, dass es da kein Problem darstellt. Ich habe die Demonstration von Paul Pantone miterlebt und ich war von der Behauptung überrascht, beziehungsweise der Fähigkeit, dass jeder Kraftstoff, ob Treibstoff, Wasser einschließlich mit Öl gemischt und so weiter, verwendet werden kann. Es ähnelt etwas, das schon von Gunnerman, zurzeit wird es im Staat von Nevada verwendet, validiert wurde. Dies ist jedoch ein noch schockierenderer Plan. Denn es erscheint, dass es wahrlich, wenn es richtig ist, und er scheint da recht offen zu sein, ein weiteres Verfahren ist, das eine Verwandlung der Elemente bewirkt. Er behauptet, dass da kein Kohlenstoff aus dem Auspuff austritt, was undenkbar ist, wenn man einen wasser-kohlenstoffartigen Treibstoff hineintut, selbst wenn er mit Wasser gemischt ist. Man muss den Kohlenstoff herausbekommen.
Und er behauptet, dass dadurch keine CO-Emissionen entstehen. Und es erscheint so, als gäbe es dort keine, zumindest visuell. Es erscheint so, als ob keine kleinen Teilchen aus dem Auspuff austreten. Somit hege ich einige Hoffnung dafür. Unsere Demonstrationseinheiten, die zu etwa 25.000 Tankstellen zwischen jetzt und dem Jahresende oder im Frühjahr nächsten Jahres herausgehen, sie wurden erneut angepasst, jetzt während wir sprechen, um unser System im Auspuffrohr zu enthalten und natürlich unser Einspritzgehäuse hier. Alles mit Standardausrüstung, wie es normalerweise von der Fabrik kommt, damit wir es so schnell wie möglich in die Öffentlichkeit herausbekommen. Nachdem er von Dutzenden amerikanischen Herstellern abgelehnt wurde, verfügt Pantone jetzt über Verträge mit einigen wichtigen anderen Ländern. Kürzlich haben einige amerikanische Firmen entschieden, noch einmal einen zweiten Blick darauf zu werfen. Kalte Fusion. Neue Wasserstoffenergie. 1989 haben zwei Physiker von der Universität in Utah, Dr. Stanley Ponce und Dr. Martin Fleischman, einen Medienansturm verursacht. Und zwar mit ihrer Ankündigung einer kalten Fusion in einer Flasche. Mehrere unabhängige Tests berichteten die gleichen Testergebnisse. Der Aufschrei des Betrugs brach schnell am MIT, dem Massachusetts Institute of Technology, aus und an anderen angesehenen Universitäten. Die Entlarvung war schnell und gnadenlos. Anytime there is something that is very threatening to the established ideas, such as Galileo's revelations through the telescope and his idea following on others that the earth goes around the sun. In der Wissenschaftsgeschichte war es schon immer so, dass alles, was sehr bedrohlich für die etablierten Ideen ist, wie zum Beispiel Galileos Offenbarungen des Teleskops und seine Idee, dass die Erde sich um die Sonne dreht und nicht umgekehrt, oder die Kontinentalverschiebung und alle möglichen Behauptungen, die sich dann auch beweisen ließen, die anfängliche Reaktion der Wissenschaft ist: Dies ist Unsinn. Man lehnt es ab und schaut sich nicht einmal die Daten an. Und ich würde sagen, dass die Kaltfusion und die freie oder neue Energie so bedrohlich für die Untermauerung moderner Physik, Chemie und alle anderen Wissenschaften sind, dass man die erwartete intensive negative Reaktion erhält. Die wahre Geschichte der Kaltfusion ist, dass sie nie gestorben ist. Bald nach der Bekanntgabe in Utah am 23. März 1989 versuchten Tausende von Wissenschaftlern und Ingenieuren, die Experimente von Ponce und Fleischman zu replizieren. Und positive Ergebnisse kamen weiter herein, einschließlich der Überschussenergie. Es kommt weit mehr heraus, als man hineinsteckt, als man möglicherweise durch eine chemische Reaktion oder eine vorher gespeicherte Energie erklären kann. Die glückliche Situation war, dass das amerikanische Energieministerium ein falsches Panel sogenannter Experten ins Leben rief, von denen viele gegen das Thema voreingenommen waren. Sie kamen mit den erwarteten Ergebnissen innerhalb von 3 Monaten heraus und sie ratifizierten sie innerhalb von 6 Monaten, sogar als die Beweise weitergingen. Panel of so-called experts, who many of whom were biased from the start against the subject, they came up with the expected answer within 3 months, and they ratified it within 6 months, even as the evidence continued. Those physicists, nuclear physicists that had been working with Nuklearphysiker, die mit heißer Fusion gearbeitet hatten, die ein Maximum beanspruchten, diese Sache da, sie verfügen über eine monströse Menge an Beweisen, die zeigt, dass sie genau erwarteten, was mit der Nuklearreaktion in diesem heißen Gasplasma passiert wäre. Sie glauben, und es ist eine gute erste Einschätzung, dass eine nukleare Reaktion in einer Kaltfusionszelle die gleiche sein muss. Doch Mutter Natur akzeptiert nicht immer unsere vorgefassten Glaubensvorstellungen. Deshalb sagt Mutter Natur: Dies ist ein anderes Umfeld, dies sind unterschiedliche Reaktionen. Und sie sagt: Leute, studiert es besser und findet heraus, was los ist. Die Probleme, die bei der Bewertung eines Kaltfusionsgeräts auftreten, sind nicht so sehr, funktioniert es, sondern funktioniert es jedes Mal. Und viele Wissenschaftler haben die Meinung, dass, wenn es nicht jedes Mal funktioniert, dass da etwas nicht in Ordnung sein muss. Grundsätzlich war das Problem bei der Vorbereitung des Metalls. Dies trifft besonders auf die Experimente mit schwerem Wasser von Ponce und Fleischman zu. Bestimmte Materialien sperren die Effekte der Zellen einfach völlig aus. Andere Dinge und Zusätze fördern den Effekt. Es wird auf dem Gebiet da viel herumgeforscht.
Über 200 Laboratorien in über 30 Ländern haben die Experimente repliziert, weiterentwickelt und auch Erfolg mit unterschiedlichen Kaltfusionsgeräten gehabt. Die Patterson-Energiezelle von Clean Technologies in Dallas, Texas ist eines der spektakulärsten Geräte auf dem Kaltfusionsgebiet. Und es ist zufällig auch das erste Gerät, das über ein amerikanisches Patent verfügt. Das ist auch sehr wichtig. Er hat es beinahe durch Zufall erhalten, weil dort hunderte von Anträgen warteten, die das Patentamt ablehnt. Was diese Zelle darstellt, sehr ähnlich dem Pons- und Fleischmann-Konzept, außer dass sie kleine metallische kodierte Kügelchen verwendet. Entweder mit Palladium-Nickel oder es ist nur Nickel und normales Wasser. Also nicht das schwere Wasser, mit dem Pons und Fleischmann anfingen. Und die Zelle produziert mit der ständigen Strömung der Flüssigkeit bzw. den Elektrolyten mit ein bisschen beigemischten Lithiumsulfatsalz, sie produziert Energie. Bei einem Experiment stellte man den Strom völlig ab und die Zelle fuhr fort, 20 Watt Leistung zu produzieren, ohne Fehler, für mindestens weitere 14 Stunden. Und so wie ich es verstehe, kann sie auch noch tagelang weiterlaufen. Das typische Leistungsverhältnis der Zelle, sie ist sehr robust und immer wieder wiederholbar, liegt irgendwo zwischen 10 bis 1000 zu 1. Okay, das ist bei nur sehr geringer Inputenergie der Fall. Man kommt auf über 1000 Watt bei nur 1 Watt zugeführter Elektrizität. Sicherlich können die Zellen so hergestellt werden, dass sie sich selber erhalten, sie machen einfach von selber weiter. With only a watt or so input electricity. Clearly, these cells can be made to self-sustain, that is, continue by themselves. Dr. Dennis Cravens ist ein unabhängiger Wissenschaftler und hat aus erster Hand Forschungen durchgeführt, um die Wirkung des Patterson-Energieversorgers zu studieren. Das Wichtige ist, achten Sie hier drüben auf die Gesamtüberschussenergie. Sie befindet sich gewöhnlich im Megamol-Bereich. Wenn man eine chemische Berechnung durchgeht, wie viel Metall man hier drin hat, etwa 20 Milligramm, drehen Sie den Hahn ein bisschen auf, wie viel Mol sind das? Man nimmt 100 Kilokelvin pro Mol an für chemische Arten einer typischen energetischen Reaktion. Wenn wir an eine denken können, wenn es da überhaupt eine gab, man kann vielleicht 32 Kilokelvin erhalten, wenn man das ganze Metall verbrennen würde. So, wir bekommen in einer Größenordnung etwa 3 bis 4 Mal mehr Energie aus dem System, als wenn man es alles chemisch verbrennen würde. Wenn man die Berechnung durchführt, findet man heraus, dass man dorthin gelangen kann. Es ist eher wahrscheinlich, dass sich einige Prozente in der Millionstel Elektronenvolt-Bereich bewegen. Es wurde kürzlich offengelegt, dass die Patterson-Zelle weiterhin Wärme für mindestens 14 Stunden produziert, nachdem sie abgeschaltet wurde. Das ist eine phänomenale Entdeckung. Es wurde nicht öffentlich gemacht oder sehr gut dafür geworben. Was das aber bedeutet, ist, dass wir es eigentlich mit einer freien Energiequelle zu tun haben. Die Erfinder haben diesen Satz für offensichtliche Zwecke verwendet. Und das Wichtige daran ist, es trägt auch das Verständnis für die Art Ratschlag in sich, den wir benötigen. Das Interessante an Pattersons Zellenröhre ist, dass sie als Nebenprodukt Wasserstoff und Sauerstoff erzeugt. Sie benutzt eigentlich jede Art von Wasser und elektrolytisiert das Wasser und erschöpft dadurch den Wasserstoff und den Sauerstoff. Nun, wir können da zwei Sichtweisen sehen. Wenn wir in eine Situation gezwungen wären, wo wir uns in einem abgeschlossenen Raum befinden und nicht in der Lage wären, allzu viel Zeit im Freien zu verbringen, da wir ja 90% der Zeit sowieso drinnen verbringen, die Versorgung mit Sauerstoff ist sehr wertvoll, ob wir den Wasserstoff nun nutzen oder nicht. Aber es ist auch möglich, dass wir den Wasserstoff speichern und sie für wasserstoffbetriebene Fahrzeuge verwenden und den Sauerstoff im Haus verbrauchen. Another area that has emerged as ein weiteres Feld, das als Ergebnis der Kaltfusion aufgetaucht ist, das genauso heretisch und katastrophal für das Wissenschaftswesen ist, wie die Übereinheit, mehr Energie herauszuholen, als man hereingesteckt hat, es ist die Transmutation von Metallen, von Schwermetallen. In gewöhnlichen Kaltfusionsexperimenten können Sie jetzt in Metallveränderungen der Elemente sehen. Zum Beispiel die Kupferproduktion, die Produktion anderer Isotope wie Rhodium, die Änderung von Palladium in andere Dinge. Das ist bestätigt und da gibt es keinen Zweifel darüber. Und es tritt bei minimaler Energiezuführung auf. Wohin das führt, das hat mit den Behauptungen der alten Alchemisten zu tun, die in der Lage waren, historisch, so sagten sie, und es gibt einige Beweise, dass sie in der Lage waren, das zu tun, Niedrigenergieprozesse durchzuführen, die Gold aus anderen Dingen erzeugen.
Das macht man jetzt in Laboratorien. Jedes Beispiel, das ich aus der Wissenschaftsgeschichte kenne, wo anfänglich eine kleine Wirkung gesehen wurde, um etwas zu produzieren, wurde dann später entsprechend vergrößert. Es ist also durchaus möglich, dass unsere Gesellschaft in ein Zeitalter der Alchemie eintritt, in dem Niedrigtemperaturprozesse Edelmetalle herstellen können. Instance I know of in the history of science where a small effect was seen initially to produce something was later scaled up. So it's quite possible that our culture will enter an age of alchemy in which low energy processes can make precious metals. Die Zukunft. Während wir in die Zukunft blicken, glaube ich, dass wir Wege finden werden, die Elemente zu erschaffen, die wir benötigen, durch diese Niedrigenergie-Nuklearreaktion. Wir werden in der Lage sein, anzufangen, die nuklearen Subatome hinzuzufügen, auseinanderzunehmen oder zu ändern, um die Art von stabilen Atomen zu erhalten, die wir brauchen. Aber noch wichtiger, ich glaube fest, dass wir die radioaktiven Materialien nehmen müssen, um ein Proton oder Änderung hinzuzufügen, damit diese radioaktiven Materialien nicht mehr radioaktiv sind. Das wäre ein großer Aufschwung wegen der Unordnung, die wir durch unsere Atombomben, AKWs und natürlich durch so Dinge wie Tschernobyl hinterlassen haben. Wir haben den Grundstock mit der Kaltfusion gelegt, durch die wir in der Lage sein werden, eine ganze Reihe von nuklearen Änderungen vorzunehmen, die eben außerhalb des gegenwärtigen Modells liegen, was man mit nuklearen Reaktionen erreichen kann. So in the future we have laid the groundwork with cold fusion, by which we'll be able to handle a whole array of nuclear changes that heretofore have been outside of the current model of what can be done with nuclear reactions. Es gibt jetzt viele Energieunternehmen in den Vereinigten Staaten, die jetzt schon alarmiert sind, und sie schicken ihre Vertreter zu den Kaltfusionskonferenzen. Wir treffen sie andauernd. Sie geben Unterstützung. Sie werden wirklich die Vorhut des neuen Energiezeitalters sein. Ich denke, dass jedes Versorgungsunternehmen, das sich da jetzt nicht reinkniet, dem Untergang geweiht ist. Denn, mal ganz offen, wir haben Generatoren, die Elektrizität und Wärme erzeugen und die im Haus oder Gebäude verbleiben können. Warum wollte also jemand noch länger an dem großen Gitternetz, an dem Lügner-Gitternetz, dem großen Netz angeschlossen sein? Das macht überhaupt keinen Sinn. Die Menschen werden dagegen argumentieren, aber ich denke, das Gitter wird verschwinden. This would make no sense. People will argue against that, but I think the grid will disappear. Sicherlich ein bemerkenswerter Prozess und einer, der aufregende Entwicklungen in der nahen Zukunft anbietet. Doch man benötigt für die Aufgabe, um die Energie unserer Umwelt zu extrahieren, wirklich solch eine exotische, ultra fortgeschrittene Technologie, die potenziell immer noch der Kontrolle der von Profit angetriebenen Interessensgruppen unterliegt. Das seltene Edelmetall Palladium muss immer noch prospektiert und abgebaut und gereinigt werden. Oder stehen da einfachere Entwürfe und Niedrigwartungstechnologien zur Verfügung, die vom Regal gekauft werden können und die von jedem gegen eine einmalige Gebühr installiert werden können? Wir werden uns genau anschauen, was verschiedene Einzelpersonen und Firmen, die seit Jahren daran gearbeitet haben, Geräte zu verbessern, und was sie von ihnen behaupten, dass sie ganz genau eigentlich machen. Die heutigen planetarisch bewussten Erfinder. Kein Mensch auf dem Feld der neuen Energie ist so entschlossen und hartnäckig wie der aus Mississippi stammende Erfinder Joseph Newman. Seit den 70er Jahren wurden Newman wiederholt amerikanische Patente für seine Energiemaschinen verwehrt, obwohl zahllose Ingenieure, Wissenschaftler und sogar Kongressmitglieder sich zu seinen Gunsten in dieser Angelegenheit eingesetzt haben. 1968 erfand ich ein Motorrad, das ein Rad besaß, und ich benutzte ein 80 Pfund schweres Fliehrad, das ich gebaut hatte. Ich nahm einen positiven Flux aus einem 30 PS Motor heraus und setzte es gegen die Achse auf der Rückseite des Rückgrates, und ein Kind setzte sich darauf und die Trägheit baute sich durch das 80 Pfund schwere Fliehrad auf. Es kuppelte wie eine positive Kupplung. Der Vorderteil hob so vom Boden ab und es hinterließ lange schwarze Striche auf dem Straßenbelag. Und die Augen von dem Kind wurden so groß wie ein Silberdollar. Da war etwas Konstantes dran. Aber ich hatte gehört, dass ein Gyroskop ein Stabilisator ist. Also ging ich zur Bibliothek und holte mir ein Buch über Gyroskope. Und als ich anfing, über die mechanischen Charakteristika eines Gyroskops zu lesen, ging mir 3 Jahre lang die Frage durch den Kopf, wie kann diese Spannung wissen, in welche Richtung sie gehen muss? Und warum ist es so, dass wenn man parallel geht, dann erhält man gar nichts? Ich sah, dass die Gesetze des Gyroskops damit genau übereinstimmen. Wenn man die Gesetze des Gyroskops studiert, wenn man das kleine Gyroskop hier nimmt,
Ich ziehe es mal auf. Sie sehen, was es macht. Ich glaube, jedes kleine Kind weiß, dass es wahr ist. Wenn man es in eine Richtung kippt, dann geht es auch in diese Richtung. Wenn man es um 180 Grad kippt, geht es in eine andere Richtung. Wenn man es nach oben drückt, geht es in die Gegenrichtung. Wenn man es parallel verschiebt, dann kippt es nicht. Solange ich eine parallele Position beibehalte, so lange kippt es nicht. Genau das passiert auch, wenn man einen Leiter durch ein magnetisches Feld bewegt. Man stößt nach unten und der Strom fließt in einer Richtung. Man stößt nach oben und er fließt in der Gegenrichtung. Man dreht den Magnet um 180 Grad und alles wird umgekehrt. Man drückt es entlang den parallelen Kraftlinien mit dem Kupferdraht und man erhält nichts. Dies sagte mir, dass die Energie in einem magnetischen Feld ein gyroskopischer Partikel war. Nun, ich kümmerte mich nicht um das, was der Rest der Welt sagte, denn sie konnten meine offensichtliche Frage nicht beantworten. Es war mir offensichtlich, dass die Energie in einem Magnetfeld aus gyroskopischen Partikeln besteht. Es ist die mechanische Essenz von Einsteins Gleichung E ist gleich mc². Es bewegt sich vorwärts und es dreht sich, das ist Einsteins Gleichung. Und all dies tritt auf, wenn man atomare Aufreihung im Material erreicht. Wenn die Atome aufgereiht sind, wird das Magnetfeld erscheinen. Und dies gibt einen fließenden Fluss. Was ich Ihnen zeigen werde, ist eine Energietechnologie, die Ihr Leben völlig verändern wird. Und das die Status Quo Energiehändler bekämpft haben. Und ich werde Ihnen die Geschichte zeigen. Die wollten eh nicht, dass Sie sie hören. Doch Sie können selber sehen, dass es funktioniert. Und Teil davon, damit Sie es sehen können, besteht darin, dass Sie diese Messgeräte beobachten. Das wird Ihnen zeigen, dass es mehr Energie in diesem System gibt, als es von dieser Batterie erhält. Der Magnet läuft den Schacht entlang, hin und her. Diese Form ist sechseckig. Die blaue Spule verläuft in diese Richtung und die rote verläuft in einem rechten Winkel dazu. Der Stromwender zeigt, dass wenn man die Schaltung alle 90 Grad bricht, man folgt der einen Schaltung und dann folgt man der weiteren Schaltung. Sie bemerken, dies wird höher, während es läuft, weil die Batterie geladen wird. Also hier ging es von 200 hoch auf 400. Sie sehen, dass durch dieses System mehr Spannung erzeugt wird, als diese Batterien in der Lage sind zu liefern. Denn Batterien werden keine RF-Energie erzeugen. Man muss die RF-Energie vom Motor her bekommen. Nun, RF-Energie ist die wahre Energie, wie Sie es kennen. Und dieses Messgerät funktioniert nur, indem es Hitze transformiert. Denn die Hitze wird in elektrische Energie umgewandelt, da die Wärme einen Transistor durchläuft. Dies ist ein sehr genaues Messungsgerät. Somit übertrifft man gut über zweimal mehr die Spannung, die in das System einfließt, als dieses System in der Lage ist zu liefern. Und die Batterien sind nicht in der Lage, RF-Energie zu liefern. Also ist dies echte RF-Energie. Sie muss vom System her kommen. Es zeigt sich deutlich, dass der Energieoutput des Systems größer ist als der Energieinput, den man in das System steckt. Das ist es, was ich gesagt habe. Deshalb kamen über 30 Wissenschaftler aus der ganzen Welt in mein Haus, einige kamen sogar von England herüber, und sie haben eidesstattliche Erklärungen unterschrieben, dass die Erfindung funktioniert. Der ehemalige Richter Herr William Scholar, der ehemals Patentkommissar war, er ist Elektroingenieur, der Bundesrichter zeigte Referenzen und sagte, sie seien überragend. Er schaute sich die eidesstattlichen Erklärungen an und erwies dem Mann die Anerkennung, die überfällig war. Er sagte, die Beweislage sei überwältigend, die Erfindung funktioniert. Es gibt da überhaupt keine sich widersprechenden Tatsachen. Und dass das Patentamt wissentlich nicht den Formalitäten des Patentgesetzes gefolgt ist. Für uns als Beobachter, wir sehen Objekte und die sind unbeweglich und der Laden liegt ruhig da. Wiederum sind es wir, die Beobachter, wiederum glauben wir, dass der natürliche Zustand unseres Planeten Unbeweglichkeit ist. Aber in der Realität, wenn man zu diesem grundlegenden Aufbrechen der Atome gelangt, dann sieht man, dass der natürliche Zustand des Universums Bewegung ist. Der unnatürliche Zustand ist, wie ich schon schlussfolgerte, es ist der Mangel an Bewegung für den Beobachter. Es formt sich zu etwas und wird zu fester Masse, die von anderen Massen beeinflusst wird, die nahe dran sitzen und sie veranlasst, ruhig zu bleiben. Und sie ist nicht in der Lage zu reisen wegen der Anziehung. So kommen wir als Beobachter an und sagen, dass der natürliche Zustand des Planeten ein Mangel an Bewegung ist. Genauso, wie wir vor einigen hundert Jahren stark daran glaubten, dass die Erde das Zentrum des Universums ist und wir alles darstellen. Und man glaubte, dass die Sterne sogar noch zu Keplers Zeit nichts weiter als eine 3 Meilen dicke Schicht von Rosinen ist und dass der Himmel kleine Rosinen aufweist. Das war unsere Voreingenommenheit, basierend auf dem, was wir sahen. Und alles drehte sich um uns. Und ich würde jetzt sagen, dass wir unsere Augen und unseren Verstand öffnen sollten, um die Größe dessen zu erkennen, was vor uns liegt. Raumreisen werden eine Realität werden. Unsere aufwachsenden Kinder werden Spaß haben und ein Universum, zu dem man reisen kann.
aber damit muss sich die Menschheit auch ändern. Während Joseph Newman noch um Anerkennung und gerechte Kompensierung kämpft, rasen viele Unternehmer los, um die Ersten auf dem Markt zu sein. Mit Magnetmotoren, die mit Hightech-Materialien des Weltraumzeitalters gebaut sind. Und man verwendete Prozessoren, um Pulsierungen und so weiter zu regulieren. David Porter von Galtech Semiconductor demonstriert einen neulich patentierten sogenannten permanenten Magnetmotor, den man als Kerosin oder elektrischen Generator bezeichnet. This is the latest version of the carousel motor generator. It's a rotary version. Rotary inside. There's 18. Dies ist die neueste Version des elektrischen Kerosin-Generators. Es ist eine Rotationsversion. Der Rotor ist innen und es gibt 18 unterschiedliche Sektionen, was wir als Spulensektion bezeichnen, hier drin. 18 ergeben den äußeren Diameterring. Es gibt hier 6 Spulen, die wir verwenden, um den Motor anzutreiben. Und oben haben wir einen Verschlüsseler, der einen Puls unten an die Elektronik schickt und sie lässt die Elektronik wissen, wie der Rotor, der rotierende Teil hier unten, sich in Beziehung zu den Spulen befindet. Und sie, die Elektronik, teilt den Spulen mit, wann sie sich ein- bzw. abschalten müssen. Dies wird durch einen speziellen Indexpunkt bewirkt, den der Verschlüsseler besitzt, die Beziehung zwischen den beiden einstellt. Und die Elektronik hier unten in der Box ist im Grunde eine Reihe von TTL, Logic Counters. Sie zählen die Anzahl der Impulse vom Verschlüsseler. Und es schaltet den Strom zu verschiedenen Spulen an und aus, je nachdem, wo sich der Rotor zu diesem Zeitpunkt befindet. Ich habe eine Computerverbindung an das System angeschlossen. Das gibt uns die Gelegenheit, den Aufgabenzyklus zu ändern. Wir können es von einer Pulsrate mit einem Puls pro Zyklus verändern hinauf zu 40 Pulsen pro Zyklus. Was wir machen ist, dass wir die Pulsrate am Computer verändern, der lädt dann die Daten zur Elektronik hinunter, wenn der Indexpuls vorbeikommt, also einmal pro Umdrehung, damit werden die Daten in den Zählern aktualisiert. Und das verändert die Pulsrate des Systems. What we do is change the pulse rate on the computer. It downloads the data to the electronics. When the index pulse comes around, which comes around once per revolution, it updates the data in the counters. And that's what changes the pulse rate on the system. Okay, we don't have an automatic start on this. Es gibt keine automatische Starteinrichtung bei diesem System. Das ist etwas, was der Intel-Chip erledigen wird. Wir lassen ihn mit einer Pulsrate von etwa 13 Pulsen anlaufen, was einem 16-prozentigen Aufgabenzyklus entspricht. Es dauert eine Weile, bis er anläuft, da er, wie ich schon sagte, auch mit seinem eigenen Schwungrad funktioniert. Wir bauen die Energie also allmählich auf. Die Sache dabei ist, dass alles auf dem magnetischen Feld da drinnen aufbaut. Es gibt dort drinnen sehr wenig Reibung. Sobald das System seine Geschwindigkeit aufbaut, stabilisiert es sich bei etwa 3 Rotationen pro Minute. Genau jetzt haben wir etwa 30% des Aufgabenzyklus pro Kanal erreicht. Right now we're running at about a 30% duty cycle per channel. Speed is still coming up a little bit. Calculate the speed off of the scope here and we're running about 1850 RPM. Die Geschwindigkeit erhöht sich gerade noch ein bisschen. Wenn ich Geschwindigkeit hier aus diesem Rahmen berechne, so komme ich auf etwa 1850 Rotationen pro Minute. Das Weiße und Grüne hier zeigt die 2 Motorkanäle. Es gibt da kleine Stachel, also die Zeitmenge, in der jeder Kanal eingeschaltet ist, und der flache Teil unten ist die Menge, wo sie abgeschaltet sind. Somit sieht man, wie lange sie ein- bzw. abgeschaltet sind. Die Analogie, die wir hier gerne verwenden, ist die, dass wenn man jemanden sieht und ihm über die Straße hilft, dann verbraucht das sehr viel Energie. Wenn man die Person jedoch in einen Reifen steckt, denn sobald man ihn gestartet hat, muss man ihn nur noch ein wenig antippen, um die gleiche Ladung mit weniger Energie voranzutreiben. Das ist es, was wir hier machen. Wir bauen es zu hoher Geschwindigkeit auf und dann tippen wir es mit ein bisschen Saft an, während es sich herumbewegt. Und wir nehmen die in das System eingebaute Trägheit, um die Ruhe dort wegzunehmen. Deshalb benutzen wir einen Hochgeschwindigkeitspuls dort im System. Was wir machen ist, dass wir die Energie des Magneten entfernen. Der Magnet besitzt ein bestimmtes Leben. Sie verlieren etwa 1% pro Jahr.
Wir versuchen also eigentlich nicht Energie aus dem Nichts zu erschaffen. Das System wird ja nicht auf ewig laufen. Es handelt sich nicht um eine ewige Bewegung. Wir verwenden die Energiemenge, die sich in den Magneten befindet. Sobald diese Energie aufgenommen wurde, kann man die Magnete herausnehmen und sie wieder aufladen. Alles, was wir machen, ist, die Effizienz des elektromagnetischen Flusses in die dort vorhandenen Einheiten für die Produktion von elektrischem Output zu maximieren. When will we be able to see free energy devices powering consumer products like this electric car? Well, they're already here, and you may be able to purchase one by the time you see this program. In Oklahoma, where oil has been king for over a century, inventor Troy Reed has been busy in his shop constructing rotating magnets. Wann werden wir in der Lage sein, freie Energiegeräte zu sehen, die Konsumentenprodukte wie dieses Elektroauto antreiben? Sie sind schon da und vielleicht sind Sie in der Lage, ein solches Produkt zu dem Zeitpunkt zu kaufen, wenn Sie dieses Programm ansehen. In Oklahoma, wo Erdöl schon seit einem Jahrhundert König ist, war der Erfinder Troy Reed in seiner Garage damit beschäftigt, rotierende magnetische Motoren zu bauen, die die Methode revolutionieren werden, wie wir uns herumbewegen. Dies ist ein neuer Prototyp des Magnetmotors und ich kann ein wenig erklären, was ein magnetisches Feld ist. Alle Magneten, der große hölzerne Prototyp, besitzen ein System, wenn der Motor herübergeht, dann hat er eine ruckartige Spannung, genau wie das hier. Wenn man den Motor hier nimmt und man nimmt seinen Finger und rotiert ihn, dann weist er keinen Ruck auf. Was ich also gemacht habe, ist, ich entledigte mich der Kranwelle und der Einspritzvorrichtung. Und das System in diesem Motor hier, wenn man diesen Motor ankurbelt, so wie man es bei dem anderen gemacht hat, der Motor wird dann langsam anfangen zu laufen. Und was ich machen werde, ist, dass ich ihn über diesen Motor hier energetisiere. Wenn Sie diese Ampere-Messgeräte hier drüben sehen, wenn wir das auf 150 Volt hochbekommen, dann werden wir es ausstöpseln und das Licht anmachen. Wenn man das umdreht und man sich diese Seite hier ansieht, alle arbeitenden Teile befinden sich hinter dem System, das von einem kleinen Computer betrieben wird. Er nimmt diese 5 Volt und es sind 150 Volt. Was wir machen werden, ist, alle Schalter abzuschalten und wir stellen sicher, dass nichts eingestöpselt ist. Das ist hier der Stecker. Hier haben Sie Ihre 110 Volt. Der Motor läuft noch. Wir können den Tisch umdrehen und er läuft immer noch. Keine Verbindungen im rückwärtigen Teil oder im Boden. Man dreht es herum und die Elektrizität funktioniert. Und wir hoffen sehr, dass Sie es nächstes Jahr in Ihrem Heim verwenden können. Was gut daran ist, wenn man über elektrische Autos spricht, dieser Generator kann hinten in Autos eingebaut werden und mit Elektrizität die Autobatterien laden. Ein tolles Automobil. Sie können damit hinfahren, wo immer Sie auch hinwollen. Man verschmutzt damit nicht die Luft. Alle Elektroautos, die ich tatsächlich gesehen habe, besaßen nichts anderes als normale Getriebe. Dies ist ein normales Getriebefahrzeug. Es gibt da nicht allzu viel, was man als Schrott bezeichnet in diesem Auto. Ich habe viele Elektroautos mit viel Zeug darin gesehen. Das Einzige, was es besitzt, ist eine Batterie, um das Radio und das Armaturenbrett zu betreiben. Hier drüben haben wir zwei Sicherheitsschalter. Sie können auf ein Zustromsystem montiert werden. Doch wir machten das, damit die Menschen das Auto mit seiner Technologie sehen können. Es ist ein Sicherheitsschaltersystem. Dies ist die Steuerungsbox, die die Amperestärke herunterfährt. Also mit der Amperestärke. Hier kommt sie an. Was richtig gut bei Elektroautos ist, alle Elektroautos verfügen über eine derartige Technologie mit einem Verstärker. Sie erwärmen sich vorher und müssen einen Ventilator haben, der diesen Spannungsregler kühlt, weil er zu heiß wird. Wir wollen nicht, dass er heiß wird. Wir wollen, dass er kalt bleibt. Denn sobald er kalt bleibt, rettet man die Computerchips, die sich in diesem Controller befinden. Das bedeutet also, dass man weiter und länger reisen kann und man hat keinerlei Probleme.
Dieses Elektroauto besitzt zwei Messgeräte vor der Schaltung des Automatikgetriebes, die man als Volt bzw. Amperestärke bezeichnet. Diese Messgeräte, ich sprach schon vorher von der Amperestärke bei Automobilen. Lassen Sie mal sehen, ob die Amperestärke runtergeht, wenn man bergauf fährt. Die Amperestärke sollte etwa 120 Volt betragen. Wenn man also losfährt, gibt es überhaupt keine Voltstärke. Also die Messgeräte befinden sich hier unten und wir machen uns bereit aufzubrechen und das Auto zu fahren. Und Sie können selber sehen, was es macht. Alles, was man also macht, ist, den Gang einzulegen und der Motor klingt wie ein kleiner Sportwagen. Er läuft sehr gut, ein fantastisches Automobil. Es fährt. Sehen Sie, wie die Amperestärke der Messgeräte heruntergeht? Die Amperestärke fällt. Das ist es, was ich an Elektroautos so mag. Normalerweise liegt sie ungefähr bei 100 Ampere, die Stärke. Und das wollen wir machen. Wir wollen die Amperestärke bei elektrischen Autos niedrig halten. Es fährt ja schließlich auch dorthin, wo jeder hin will. Man will eine kleine Reise machen, dann muss man sich keine Sorgen machen und es zu Hause aufladen, da es sich um brandneue Technologie handelt. Es ist ein schönes Automobil und ich liebe es. Ich habe viel harte Arbeit in dieses Auto gesteckt und wir werden es schaffen. Und kein Öl oder Benzin, mit dem man sich rumärgern muss. Die Technologie ist hier, sie wird hier sein und sie wird loslegen. Sie wird schon für die ganze Welt funktionieren. Für die gesamte Menschheit. Also bis bald, das ist die Zukunft, Leute. Wie wir soweit gesehen haben, scheint Elektromagnetismus der lebensfähigste Weg für viele zeitgenössische Erfinder zu sein. Der Magnetmotor fährt fort, die Übereinheitsbarrieren herauszufordern. Doch sogar einfachere Methoden werden durch allgemeinen Erfindungsreichtum demonstriert. Dennis Lee von Better World Technology hat darum gekämpft, seinen Traum weiter zu verfolgen, um Energieunabhängigkeit für jedermann auf dem Planeten zu erreichen. Für 2 Jahre war er im Gefängnis eingesperrt, ohne jemals eines Verbrechens angeklagt gewesen zu sein. So macht Lee öffentlich Demonstrationen in amerikanischen Großstädten und versucht, Händler aufzutreiben, damit sie seine Geräte vermarkten. Eine umstrittene Person, die einige des Betrugs verdächtigen und der andere wiederum eine legitime und freimütige Persönlichkeit für freie Energie fürs Volk sehen. Lee hat eine einfache und beeindruckende Palette von Prototypen und Prozessen zusammengestellt, inklusive solche, die von anderen Erfindern stammen, wie Hugh Brown. Obwohl er behauptet, dass seine Maschinen nicht die Nullpunktenergie nutzen, da sie die Umgebungswärme aus der Luft abziehen. Seine zahlreichen Geräte erreichen angeblich Effizienzquoten der Superklasse durch das Recyceln überschüssiger Energie mittels geschlossenen Schlaufensystemen. Ich habe die effizienteste Wärmepumpe der Welt gebaut und entwickelt. Das sind die Verdunster der Wärmepumpe. Sie sind etwa 2 Meter hoch und etwa 1 Meter breit. Nun, das Kühlmittel, das wir hier eingefüllt haben, kocht bei etwa 40 Grad Fahrenheit unter Null. Deshalb kann es immer Tag und Nacht oder bei stürmischem Regenwetter, Windsturm, Hagel oder Schneesturm oder an einem heißen sonnigen Tag oder in einer kalten Nacht funktionieren. Denn solange das Kühlmittel, das sich in diesem Panel befindet, kälter ist oder die Luft hier draußen oder welches natürliche Phänomen auch immer auf dieses Panel trifft, dann wird die Hitze der Sonne oder des Regens, des Windes, des Schneeregens oder des Schnees in das Kühlmittel auf der anderen Seite transferiert, weil es das zweite Gesetz der Thermodynamik ist. Heiß verwandelt sich in kalt. Wenn dies nun das kälteste Ding außen ist, dann wird alles hier draußen, das es berührt, seine Wärme daran abgeben. Diese Wärme legt einen weiten Weg zurück. Dieses Gas fängt an, sich wie wahnsinnig zu erweitern und während es expandiert, wird es in den Kompressor gezogen und zwar nicht durch Saugwirkung. Ich kenne Ingenieure und Erfinder, die das Wort Saugwirkung nicht mögen, sondern durch negativen Druck. Denn während der Kompressor diesen negativen Druck erzeugt, wandert das Gas dort. Somit wirkt der Kompressor als Gaspumpe und pumpt Gas. Und das Gas wird durch die Gaspumpe in den Kompressor gepumpt und erhöht seine Temperatur. Und selbst wenn man dieses Panel berührt, es fühlt sich eiskalt an. Und wenn die Leitung, die aus dem Panel herausführt, wenn man die berührt, so fühlt es sich immer noch eiskalt an.
Und wenn das Gas beim Kompressor ankommt, dann nimmt der Kompressor das Gas und steckt es in diesen Raum, was den Druck und die Temperatur anhebt. Was auch immer aus dem Kompressor herauskommt, man soll diese Leitung nicht anfassen, wenn dieses Ding eingeschaltet ist, weil es etwa 200 bis 250 Grad Fahrenheit heiß ist. Also von hier erhalten wir die Hitze. Die gesamte Hitze wird hier drin transferiert und dann verwenden wir einen Kompressor, um die relativ nutzlose Energie, die wir haben, und damit den Druck und die Temperatur zu erhöhen und es somit in sehr nützliche Energie zu verwandeln. Diese Wärme wird dann später übertragen. Dies ist ein Kompressor mit Direktantrieb. Dieser Kompressor nimmt das Freon der Paneele und betreibt ihn. Denn dieser Direktantrieb verursacht, dass die Kolben nach unten und oben bewegt werden. Dies gibt uns Hitze für den Boiler und der Boiler erweitert das andere Freon zu einem doppelt wirkenden Kolben, der sich vor und zurück bewegt. Mit mechanischen Apparaten konvertieren wir dies in Wellenrotation. Die Wellenrotation dreht dieses Rad und während sich dieses Rad dreht, veranlasst es, dass sich der Kompressor dreht und während der Kompressor die Wärme liefert, veranlasst er, dass dieses Rad sich dreht. Man könnte sagen, dass diese beiden Räder sich gegenseitig antreiben. Ganz nebenbei, sobald das Freon die Hitze aufgenommen hat, um die Energie zu produzieren, dann geht es hier hoch. Dies ist ein Kondensator, der Wasser aus dem Tankboden absaugt. Es könnte eine Quelle sein. Und wir führen das Wasser durch diese Pumpe genau hierhin, die durch den gleichen Antriebsmechanismus angetrieben wird, in diesen Kondensator hier. Das Wasser wird in den effizientesten Kondensator der Welt geführt, bei 100 Grad Delta 6 BTUs. Und während wir das Wasser durchleiten, machen wir das Wasser auch heißer, doch das Wasser wird auch hereingepumpt. Während ich das mache, zeige ich Ihnen, wie das Wasser gepumpt wird. Und dann kühlen wir auch das Freon herunter, das in diesen Kanister hineingeht und gleich in den Boiler zurückgepumpt wird, durch eine kleine Pumpe, die auf demselben Zylinder läuft. Sind Sie bereit, es zu versuchen? Also Leute, lassen Sie uns fortfahren und schalten wir es ein. Es pumpt Wasser mit Energie, die aus der Luft entnommen wurde, und wir bringen die Lichter zum Leuchten durch die Überschussenergie. Die Lampen werden also durch die Überschussenergie aus der Luft zum Leuchten gebracht. Sie pulsieren. Es wurde nicht gebaut, um dies zu tun. Somit haben wir es nicht stabil, doch wir dachten, wir demonstrieren die Überschussenergie, über die wir verfügen. Viele denken, dies ist dazu da, um Wasser zu pumpen. Dies ist eine geschlossene Schlaufe, weil sie fortfährt, durch den Boiler zu gehen und dann zurück. Ich hatte eine Wärmepumpe in einem begehbaren Gefrierraum und wir hatten die Temperatur auf 20 Grad unter Null in der Luft heruntergefahren. Nun stellen Sie sich das einmal vor, wenn Sie Erfahrung in Sachen Gefrierkühlung besitzen. Wir haben eine Lufttemperatur von 20 Grad unter Null. Wir haben es ein ganzes Jahr lang, jeden Samstag durchgeführt. Menschen aus der ganzen Welt kamen, um es zu sehen. Wir sagten, bringen Sie Ihre eigene Testausrüstung mit. Nehmt das Ding auseinander, wenn ihr wollt. Denn wir standen vor einer 10.000 Dollar Herausforderung, um jeden Gag oder sonst was da drin ist, zu finden. Und jedes einzelne Wochenende haben wir die Lufttemperatur auf 20 Grad unter Null heruntergefahren und wir stellten heißes Wasser her, das heiß genug war, um einem die Hand zu verbrühen. Und dass wir dieser Box bei 20 Grad minus, das entnahmen wir bei einem 2:1 Verhältnis. Die gleiche Durchschnittsleistung wie die General Electric Wärmepumpen in Amerika. Nur es geschieht bei 20 Grad minus in der Luft. Ich habe alle Wärmepumpenhersteller herausgefordert, jederzeit vorbeizukommen, um ihre Hoffnungen bei uns erfüllt zu finden oder dass sie ihre Einheiten vorbeibringen und sehen, ob man das auch machen kann. Es kam niemals einer von ihnen vorbei. Viele Kunden aus der ganzen Welt kamen, aus Pakistan und von überall. Also, wir sind sowieso jedes Jahr hier und jedes Wochenende haben wir es ein Jahr lang getestet. Und ein Mann kam eines Tages zur Vorführung und was für ein Typ das war. Also, wir versuchen das Ding zu bauen, es dauert 2 Jahre und man benötigt 2 Millionen Dollar und ich versuche Kapital aufzustellen durch den Verkauf von Wärmepumpen und anderen Dingen, um eben das Geld hereinzubekommen. Und der Typ kommt herein, kommt am Ende der Show auf mich zu und sagt, Mr. Lee, ich bin absolut erstaunt. Ich möchte Ihnen die Hand schütteln und ich möchte Ihnen sagen, dass ich keinerlei Zweifel hege, dass Sie das beste Heizsystem der Welt besitzen. Ihres übertrifft alles, von Solarenergie bis ganz nach unten. Aber Sie müssen mich kennen. Wissen Sie, warum Sie mich kennen müssen? Denn ich habe die effizienteste Wärmemaschine der Welt gebaut und Sie besitzen die effizienteste Wärmequelle der Welt. Wir müssen mit unseren beiden Technologien zusammenkommen, dann könnten wir die gefährlichsten Männer der Welt werden. Ich dachte mir nie, dass ich einer der gefährlichsten Männer der Welt sei. Irgendwie wollte ich es zwar sein, also sehen Sie, der Name des Mannes war Dr. Fischer. Dieser Typ bewies, dass man die Dampfmaschine falsch gebaut hatte. Ich hatte das Vergnügen, seine Einheit
Einheit in meinem Forschungslabor nachzubauen. Und wir nahmen seine riesige Einheit, denn warum sollte ich nicht eine große wollen? Nun denn, ich möchte nicht jeden an das große Netz hängen, mit einem neuen großen System, das sie dann vielleicht noch mehr ausbeuten können und der ganzen Arroganz, die damit einhergeht. Denn ich wollte den Menschen die Gelegenheit geben, vom Netzsystem völlig unabhängig zu sein. Erinnern Sie sich? Das war mein Ziel. Also nahmen wir die große Einheit und verkleinerten sie zu einem Modell, das etwas kleiner als dieser hier ist. Es war etwa 40 cm lang und etwa 18 cm im Durchmesser. Und dieses würde groß genug sein, um all die Energie zu erzeugen, die man für sein Haus etc. benötigt. Ich wollte es gar nicht größer haben. Diese Einheit könnte ins Handschuhfach eines jeden amerikanischen Autos passen. Ich reiste durch die Vereinigten Staaten von Amerika, um meine Geschichte zu erzählen. Und ich habe sie in jedem Bundesstaat der Vereinigten Staaten erzählt. Und ich bekam etwa 1000 Menschen zusammen, die sich mir anschlossen, um meine Geschichte zu erzählen. Wir haben eine Anzeigenkampagne in den Medien zusammengestellt, da die Medien nicht darüber berichteten. Also ließen wir Werbespots laufen. Wir machten einen 60-Sekunden-Spot, in dem wir das Stromkabel abtrennten und sagten, man kann sein Haus ohne externe Elektrizität betreiben und das Auto, das mit einem neuen Motor ohne Benzin läuft. Wir machten diesen landesweiten 60-Sekunden-Werbespot. Soweit wir es einschätzen können, haben ihn etwa 10 Millionen Menschen gesehen. Und nachdem das passierte, das war einfach zu viel. Das konnte man einfach nicht tolerieren. Und dann bekam ich einen Brief vom Bundesstaat Kalifornien, der mich einlud, nach Kalifornien zurückzukommen, um vor Gericht zu erscheinen. Also flog ich von New Jersey zurück nach Kalifornien, um vor Gericht zu erscheinen. Und als ich dort erschien, sagte der Richter, Sie wundern sich wohl, warum Sie hier sind. Und ich sagte, ja, das bin ich. Und er erwiderte, nun, mir wurde vom Staat Kalifornien aufgetragen, Sie ins Gefängnis zu stecken. Und ich sagte, das ist wirklich interessant. Sie stecken mich ins Gefängnis, doch ich wurde nie wegen einem Verbrechen verurteilt. Wie gehe ich ins Gefängnis, ohne Verhandlung und ohne verurteilt zu sein? Das können Sie doch nicht machen, oder? Und er antwortete, also, mir wurde vom Staat Kalifornien aufgetragen, Sie ins Gefängnis zu stecken und dort gehen Sie auch hin. Ich habe das Protokoll. Vor 2 Jahren kam ich aus dem Gefängnis heraus und jetzt haben wir unser gesamtes nationales Netzwerk zur Verteilung und Verteilern wieder aufgebaut. Wir sind in jedem wichtigen Staat der Vereinigten Staaten und in jedem wichtigen Landkreis der Vereinigten Staaten repräsentiert. Wir haben jetzt Leute, die ganz genau verstehen, wie die Regierung bzw. die großen Jungs funktionieren und auch ganz genau, wie die Energieunternehmen funktionieren. Wir haben das alles herausgefunden und wir verfügen über weit mehr Technologie, als wir 1987 besaßen. Wir haben jetzt auch viel mehr Geld als 1987 und wir sind dabei, die ganze Welt zu schaukeln. Diese erstaunlichen Übereinheitsergebnisse dieser pionierhaften Erfindungen sind jedoch nicht genug. Eine seltsame Kombination von Nebeneffekten der freien Energieforschung umfasst Dinge wie die Transmutation von Metallen, die Bildung von neuen Isotopen und, ja, sogar Antischwerkraft. Levitationswirkungen durch eine sich drehende Magnetscheibe erinnern an UFOs, die einfach mitten in der Luft schweben. Der britische Erfinder John Searle führte auf dem Weg entlang dieser Begrenzung, doch seine Technik stellt nicht den einzigen Ansatz dar. Die beachtlichen Arbeiten des kanadischen Erfinders John Hutchison hat weit verbreitete Aufmerksamkeit erzeugt. Und sie haben seit 1979 weit verbreitete Aufmerksamkeit durch Geschäfts- und Regierungsleute auf sich gezogen. Und er begann, ultrahohe elektrische Frequenzen zu verwenden, die Materie auf sehr ungewöhnliche Arten verändert. Dies wurde als der Hutchison-Effekt bekannt. Die Gegenstände, die Sie dort sehen, wie sie sich bewegen, stellen eine Art Levitation durch übersetzende Bewegung dar. Das bedeutet, dass die Gegenstände leichter werden. Sie können herumschweben. Der schwerste Gegenstand ist dieser Beryllium-Zylinder, den Sie dort sehen, mit den 2 Drähten, die dort herauskommen. Er tendiert dazu, mit 7 Pfund seines eigenen Gewichts herumzurutschen. Die Physik davon hat mit Selbstresonanz von, was man als ferromagnetisch bzw. piezoelektrische Bariumanspannungen bezeichnet, zu tun. Durch einen starken Verstärker und durch weite enge Bänder elektrischer Energie, die durch dieses Kristall hier durchfließen. Also die Anwendungen, die fortgeschrittenen Anwendungen, die freie Energie bzw. Nullpunktenergie verwenden, läge bei den Pulstechnologien. Our zero-point energy to power it would be in propulsion technologies. This is a crystal converter unit that I made about a year ago to see if the principle worked. And dies ist eine Kristallkonvertereinheit, die ich vor etwa einem Jahr baute, um zu sehen, ob das Prinzip funktioniert.
Und in der Tat scheint es bis auf den heutigen Tag zu funktionieren. Die Prinzipien beinhalten den Casimir-Effekt und eine raumladungsartige Barrierentechnologie bei Halbleitern und eine Jitteraktivität, die man als Nullpunktenergie bezeichnet und die durch Raum und Zeit dringt. Die Idee dabei ist, das Material hier drin mit der Jittering-Aktion zu der Nullpunktenergie zu verbinden. Um weiterzugehen und zu sehen, wie sie innen aussehen, hole ich mal einen Teil dieses Materials gleich heraus, das aus Kohlenstoffmineralien besteht. Es ist auf besondere Art und Weise hergestellt und jetzt lese ich das einmal hier ab. Ich bekomme ein höheres Ergebnis. Da gibt es hier einen heißen Punkt irgendwo. Ich habe hier fast ein halbes Volt, wie Sie sehen können. Wie Sie sehen können, gibt es hier keine Batterien oder etwas anderes, außer diesem kristallinen Material mit verschiedenen Konfigurationen. Dies ist ein anhaltender Zustand. Es ist immer so. Es wurde bis zu einem Jahr lang getestet, auch bei Belastungstests. Wir entscheiden dann vielleicht, dass wir das gleiche Material in Zylinder montieren. In den verschiedenen Zylindern befinden sich unterschiedliche Mischungen und ich fand heraus, dass einige dieser Zylinder nicht so stark wie dieses Material hier sind oder der sehr kleine hier. Tatsächlich verfügt dieser über mehr Energie als diese große Artilleriegranateneinheit hier drüben. Actually, this has more power than this large artillery shell unit here. Und was ich natürlich machen möchte, ich möchte es in dem Sinne demonstrieren, dass wir hier tatsächlich Energie herstellen. Das bedeutet, diesen kleinen Motor anzutreiben. Wir schließen das hier unten an und eine weitere Leitung oben und es sollte anfangen, sich zu drehen. Wenn es das tut, ja, es tut es. Somit kann diese Art von Material Motoren antreiben. Dies ist natürlich dieses Mal ein recht kleiner Motor, doch wenn wir es mit größeren Materialmengen vergrößern und dann bis zu einigen PS, falls man das benötigt. Small motor at this time, but scaled up in larger amounts of material and power up to several horsepower, if needed. Hutchesons Hoffnungen haben so aufgewühlt, dass dies, um diese Kristallenergiekonverter zu produzieren, Investoren anziehen wird, die das Potenzial dauerhafter Batterien erkennen, die niemals geladen werden müssen. Es ist nicht giftig und es wird sich mit der Nullpunktenergie in Raum und Zeit verbinden. Hutchesons dramatische Experimente grenzen an das Paranormale und haben mehr als nur ein vorübergehendes Interesse durch amerikanische Militärforschungslabors verursacht. Wir hatten etwa 750 Vorführungen von Levitationen, sich übersetzenden Bewegungen, metallurgische Proben zerfielen, die sich in transmutierte, unbekannte Metalle verwandelten. Eine ganze Reihe seltsamer Wirkungen gingen in die Metalle ein, auch andere Objekte bzw. Metalle, monopolare Magnetfelder. Darüber wurde in vielen Journalen geschrieben. Eine ganze Pandora-Büchse voll von unterschiedlichen Wirkungen am Rande der wissenschaftlichen Gemeinde. Quite a host or a Pandora's box of different types of effects on the outer edge of. Und diese bemerkenswerte Serie von Videoclips, die von Hutchison aufgenommen wurden, wir sehen, was passiert, wenn er die elektromagnetischen Frequenzen fein abstimmt, die er auf Gegenstände in seiner Garage richtet. Auf der subatomaren Ebene empfinde ich, dass es da eine Dimensionsverschiebung gibt, die durch sehr konventionelle Elektrostatik bzw. Funk- oder Tesla-Wellen, hier werden sie verwendet, aktiviert wird. Sie eröffnen eigentlich den Schlüsselweg, ein anderes Gebiet der Zeit und des Raumes, das vielleicht die Nullpunkt-Energiefelder aktiviert und intervenierende Reaktionen auf, sagen wir, Schwerkraft- und Zeitwellen oder Chronons, wenn Sie es wünschen. Wahrscheinlich haben wir es mit Chrononen und Gravitonen zu tun, die vielleicht aus Partikeln bestehen und irgendwie eine Verzerrung erzeugen, die Gegenstände einfach dazu bringt, zu zerfallen und dass sie in ihrem Mittelpunkt pulsieren. Das gleiche gilt auch für Stahlbarren, die zerfallen, oder es kann auch passieren, dass sie schwerelos werden. Stainless steel bars and fall apart.
or it could become weightless. Here, ice cream in einem Plastikglas. Here, ice cream in a plastic cup. Und zum Schluss eine etwa 70 Pfund schwere Kanonenkugel. 70 Pound Cannonball. Was sowohl interessant wie auch frustrierend an seiner Erfindung ist, dass er eine Kombination von Tesla-Wellen und Antischwerkraft verwendet, um die unterbrechenden und anhebenden Experimente durchzuführen, was in einem Fall sogar eine 90 Pfund schwere Kugel an die Decke hebt, einfach durch die elektromagnetischen Felder. Als wir das analysierten, fanden wir heraus, dass es dort die Positionskurve gegen die Zeitkurve gibt, die wir feststellen können, und auch die Geschwindigkeit gegen die Zeit. Wir analysieren eigentlich die Beschleunigung gegen die Zeit. Dies ist eine ansteigende gerade Linie. Somit sind wir als Wissenschaftler gezwungen zuzugeben, dass wir eine dritte ableitbare Wirkung haben, die sich in meiner Vorstellung für eine anomale neue Kraft hergibt, die ich als Hyperkraft bezeichne. Denn wir müssen ein Derivativ davon nehmen, um schließlich eine derivative gerade Linie zu erhalten, eine konstant zunehmende Beschleunigung. Der Hutchison-Effekt wurde als Maßstab hergenommen für den Vergleich mit vielen anderen Hochvolt-Antriebsgeräten, mit anderen Worten ausgedrückt für die Elektroschwerkraft. Nicht nur, dass wir das eindrucksvolle Potenzial dieser neuen revolutionären Energiequellen miterlebt haben, einige interessante Fragen fangen an aufzutauchen. Was sind die Folgen für die Umwelt und dem eigentlichen Gewebe von Raum und Zeit an sich, sobald wir anfangen, diese wenig verstandenen Kräfte auf planetarischer Ebene zu nutzen? Erinnern Sie sich an das Versprechen der Kernenergie, dass Strom zu billig sein würde, um ihn zu messen? Gibt es da Nachteile beim Anzapfen freier Energie, die wir nicht in der Lage sind zu verhindern, bis es vielleicht zu spät ist? Wir haben Wirkungen, die jetzt herunterkommen können in die eigentliche fundamentale Sache, die alles antreibt. Die Dinge des Verstandes, die Verbindung des Verstandes mit dem Körper, alles. Als Beispiel, wenn Sie in der Lage wären, extreme starke Pulsierungen von dem sogenannten Ausmaß des Potenzials der Dinge mit den verborgenen inneren Dingen, wenn man das ausreichend anreißt, dann reißt man am normalen sanften Verlauf des Zeitflusses. Und was man wirklich macht, man setzt den Körper von seiner Verstandesverbindung frei. Man reißt die beiden voneinander los. Und da das Ding auf jeder Ebene tot ist, jede Zelle stirbt, jeder Erreger stirbt, jeder Virus stirbt, der ganze Körper stirbt. Somit ist es offensichtlich, dass wenn man an Energie und diese enormen Mengen denkt, dann muss man äußerst vorsichtig sein. Man kann das nicht so einfach machen, ohne schreckliche Wirkungen dadurch zu riskieren. Somit gibt es einige Einschränkungen, die mit dieser Technologie auftauchen. Terrible effects from it. So there are some limitations that will emerge on this technology. Nun, es gibt da zumindest eine Gefahr mit dieser Technologie. Man mag zu viel Nullpunktenergie anzapfen und dann fangen diese Dinger an, sich zu erhitzen und explodieren, was einige Male mit meinen Geräten passiert ist. Also, es ist im Grunde interessant, in eine solche Technologie involviert zu sein. Man muss schon ein paar Vorsichtsmaßnahmen einhalten, wenn man zu viel Abzug aus dem magnetischen Jitter der Nullpunktenergie vornimmt. Dann erleiden sie ein leichtes Herunterschmelzen. Ich musste diesen Raum einmal reinigen wegen so einem Abschmelzprozess. Minor meltdown.
and I had to clean this area out here once because wären die neuen Energiequellen gefährlich? Zum Beispiel, ich würde immer sagen, natürlich muss man es respektieren. Es ist Energie. Das war schon immer potenziell gefährlich. Es ist ein zweischneidiges Schwert. Es ist eine Reise. Ich denke, man muss es respektieren, um es zu untersuchen, zu erforschen. Man muss vorsichtig sein. Das ist vernünftig. Ich habe gute Dinge gehört. Es kann gut sein. Es gibt auch gute Wirkung. Ich denke, es ist wie alles andere. Es ist Energie. Ich kann für Gutes oder Schlechtes, es anwenden, es liegt an uns. Der Paradigmawechsel geschieht. Vielleicht aufgrund ihres traditionellen Verständnisses unsichtbarer Kräfte wie Qi oder Ki in orientalischen Kulturen, vor allem die technikbegeisterten Japaner, umarmen das Konzept der freien Energie. Sowohl respektierte Wissenschaftler wie Shinichi Siki und Huchi Inomata erhalten ausreichend Hilfe seitens der Regierung und der Industrie. Zwischenzeitlich beginnen die Japaner verschiedene Systeme kommerziell zu entwickeln. So finanziert zum Beispiel ein japanisches Konsortium die Arbeiten von Fleischmann und Pons. Die japanische Firma Toshiba arbeitet mit Inomata und verschiedene andere Firmen kommen zusammen, um Optionen der freien Energie zu entwickeln. Japan hat kein persönliches Interesse an Öl. Sie haben keine inländischen Quellen dafür. Es liegt also in ihrem besten Interesse, der erste Junge im Wohnblock zu sein, um kleine Spielzeuge zu entwerfen, die unsere Leistungsschalter und unsere Verbrennungsmotoren ersetzen. Inomatas Endmaschine. Um diese Maschine zu verstehen, bedarf es einer geistigen Veränderung, ein Paradigmawechsel in einem selber. Bis heute betrachtet die Physik, die gewöhnliche Wissenschaft, nur die materielle Welt. Doch wir sollten eine andere Welt suchen. Eine unsichtbare Welt. Und wir sollten anerkennen, dass die unsichtbare sowie die materielle Welt verbunden sind. Diese Energie kommt aus der anderen Dimension. Is connected. Connected. You know, this energy comes from the other dimension. Fossile Brennstoffe, Kernenergie, erneuerbare Energien, neue Wasserstoffenergie, Raumenergie. Wir besitzen wirklich eine wahre Wissenschaft, wenn sie von der Wissenschaft akzeptiert wird, und die wahre Technologie, wenn die ganze Phänomenologie gründlich ausgearbeitet und verstanden wurde, wenn alle Modelle überarbeitet wurden, damit wir es angemessen theoretisch darstellen können und es ingenieursmäßig ausführen. Und wir können uns hinsetzen für Entwurf und Schaltung. Sie funktionieren jedes Mal. Wir haben Komponenten im Regal, wir können eins davon kaufen und es funktioniert. Dieses Mal sind wir noch nicht an dem Punkt angelangt. Wir sind an dem Punkt angelangt, wo das Baby geboren wird. Wir sind noch nicht an dem Punkt, wo es schon ein Teenager ist und herumläuft und Baseball auf dem Baseballplatz spielt. Wir sind bei der Geburt des Babys angelangt und die Geburt ist sehr schwierig, weil ihr so viele Interessen entgegenstehen. Die orthodoxe wissenschaftliche Gemeinde ist noch unnachgiebig dagegen, weil sie denken, dass es Unsinn ist. Sie denken, dass es diese alte Idee der fortlaufenden Bewegung ist und von einem geschlossenen System, das Energie aus dem Nichts erschafft. Und das ist Unsinn. Man kann das nicht machen. Es gibt da sehr starke und mächtige wirtschaftliche Interessen in der Welt, wahrscheinlich die stärksten Wirtschaftsinteressen überhaupt auf der Welt, die unnachgiebig dagegen sind. Können Sie erkennen, was dies mit den ölreichen Ländern anstellen wird? Können Sie sehen, was dies mit vielen Dingen anstellen wird? Was man nun eigentlich tun wird? Man wird sich dem Rest gegenübersehen. Die petrochemische Industrie wird nicht verschwinden. Man benötigt sie noch wegen ihren Materialien und den Chemikalien. Also wird es mehr und mehr petrochemische Industrie sein, anstatt weiterhin das Öl zu verbrennen und zu verschwenden und mehr Verschmutzungen in die Biosphäre zu streuen. Also viele Dinge werden sich neu adjustieren. Eine Menge Kontrolle wird dem Griff der Kontrollbarone entrissen werden, die jetzt größtenteils die ökonomische Welt dominieren. Und ihre Welt wird sich ändern. Und was man sehen wird, was ich voraussagen würde, wir müssen sehen, ob die Geschichte dies ausgräbt. Wenn diese Barone also wirklich kapieren, dass diese Dinge real sind und man sie zum Funktionieren bringen kann und mit dem Internet und den freien Veröffentlichungen, Computern und all dem, also, dass sie diese Informationen nicht mehr zurückhalten können. Und man kommt dann sehr in Verlegenheit, wenn man fortfährt, die Erfinder umzubringen. Damit haben sie vor etwa 15 Jahren aufgehört. Ab einem gewissen Punkt wird man eine überwältigende Verfügbarkeit an Geldern erkennen. Wenn die Gelder zugänglich werden, dann wird die Wissenschaft dorthin überwechseln. Denn die gehen ja auch dorthin, wo das Geld hingeht.
Sie wurden gekauft und man hat für sie bezahlt. Man kann keine Forschung durchführen, außer man besitzt die Gelder. Wenn man die Forschungsgelder wegnimmt, dann verlässt der Professor die Universität. Also wird die Wissenschaft gekauft und bezahlt, wie im Rest der Welt eben auch. Wohin das Geld geht, dort wird die Wissenschaft sich hinbegeben. Das wird den jungen und scharfsinnigen Akademikern etwas Geld in die Hände geben, um Experimente auszuführen und an ihren Doktorarbeiten zu arbeiten und so weiter. Und damit haben wir einen sehr schnellen Aufstieg und eine Assimilation einer völlig neuen elektromagnetischen Wissenschaft zu diesem Zeitpunkt. Man gelangt an eine gewisse Stufe der wissenschaftlichen Entwicklung. Manchmal an eine Stufe, wo man sich Problemen und Barrieren gegenüber sieht und man ist gezwungen, es zu überdenken und sich in verschiedene Richtungen zu begeben. Ich glaube, wir leben in einer dieser besonderen Zeitabschnitte in der Wissenschaftsgeschichte, in der wir einige dieser liebgewonnenen Modelle umkehren werden. Nicht allzu viel, aber wir nehmen einige Änderungen vor und wir öffnen die Tür zu einer unglaublichen Menge an neuer Technologie. In der Elektrizität, im Magnetismus, bei Nuklearreaktionen, bei der Entwicklung neuer Motoren, bei Batterieanwendungen, in der Raumfahrt und vielleicht bei der Antischwerkraft. Ich denke, sie erschaffen seltene Elemente aus zahlreich vorhandenen Elementen. Ich denke, wir haben jetzt ein Plateau erreicht, wo sich die Tür der Welt zum neuen Jahrtausend einer neuen Wissenschaft eröffnet. But a millennium of new science? We're talking about real life. Wir sprechen über wirklich leichte Hardware und über Experimente in der Wissenschaft, die uns über jeden Zweifel hinweg mitteilen, dass wir Technologien besitzen, die uns in die Lage versetzen, frei von der Sklaverei zu sein, die wir empfinden. Frei von den ökonomischen Einschränkungen, die wir für uns selber geschaffen haben. Sie sehen, dass wenn die Energie umsonst ist, und sie wird es in Kürze sein, Essen wird umsonst sein, Wohnen wird umsonst sein, dann sind wir frei, um unsere kreativen Gaben auszudrücken und wir müssen dann nicht wie Drohnen leben. Und wir werden frei sein, um unser größeres Selbst zu erforschen. Es wird eine aufregende Zeit sein, die dort kommt. Die Zukunft der Welt, wie sie von konventionellen Denkern oder einigen weitreichenden Denkern gesehen wird, ist zahm im Vergleich zu dem, was die Kaltfusion und die freie Energie mit der Welt anstellen wird. Kein Aspekt der menschlichen Kultur wird davon unberührt bleiben, auch durch die Verschmutzung der Umwelt. Die Tatsache, dass das Energiematerial 70% der Planetenoberfläche bedeckt und jetzt als Energiequelle verfügbar wird, ist relevant. Tatsächlich macht Wasser einen großen Prozentsatz unserer Körper aus. Dies ist ein Treibstoff und eine Energiequelle. Dies wird unglaubliche psychologische, religiöse, historische und geopolitische Auswirkungen zeitigen. Das Bild des Mittleren Ostens und die Stärke der dort vorhandenen starken Ölinteressen wird drastische Veränderungen erfahren. Luftverschmutzung wird in den meisten Städten abgeschafft, die jetzt vom Verbrennungsmotor betroffen sind. Und die Raumfahrt, was ein bevorzugtes Thema von mir ist, wird verwandelt werden. Und die Fähigkeit, zu den Planeten und den Sternen zu reisen, wird einen gigantischen Auftrieb erhalten. Einen, den ich als Ingenieur, der sich mit solchen Dingen beschäftigt, in meiner Lebenszeit nicht erwartet habe. Given a gigantic boost, one that I never in my lifetime expected as an engineer who deals with those things. Manche Leute sagen, dass der Titel meines Buches, die kommende Energierevolution, etwas beängstigend ist, dass Revolution einen gewissen radikalen Wandel in sich birgt. Der Status quo wird leiden und dass Leute, deren Jobs vom Status quo abhängen, sie werden leiden. Also ist vielleicht Evolution der bessere Weg, es zu betrachten. Doch auf die eine oder andere Art und Weise müssen unsere Politik und Wirtschaftsführer und die Manager der Energieversorgungsunternehmen den Wechsel zur sauberen Energiequelle anschneiden. Und es wird wahrscheinlich aus dem Ausland kommen und es wird recht schnell passieren. Ich selber bin nicht wirklich besorgt um eine radikale Verschiebung, denn die Leute scheinen sich an der Schwelle des Bereitseins für die Veränderung zu befinden. Es gibt eine Menge Angst, aber auch eine positive Erwartung. Und es gibt eine Menge zu entwirren. Und vielleicht bedarf es einer Entwirrung dessen, was wir haben, um eine sauberere und normalere Welt zusammenzustellen und zu halten. But also some positive anticipation. And maybe it takes an unraveling of what we have to put together a cleaner, more sane world. Ist die Menschheit bereit? Besitzen wir die Reife, um damit umzugehen? Geben wir ein Baby zum Tölzer? Das ist die Frage. Die erste Antwort lautet, wir stehen mit dem Rücken schon an der Wand. Wenn wir den Status quo beibehalten, werden wir das sowieso tun. Es sieht so aus, als ob wir einen Anstoß bekommen, indem wir diese Energie für uns verfügbar machen. Wenn wir nicht reif genug sind,
werden wir es nicht tun. Nun, ich denke, wir werden es so oder so machen. Wir haben die Chance zu überleben und weiterzumachen. Es bedarf auf gewisse Art und Weise eines Bewusstseinswandels, im Sinne der Bewusstseinsbewegung und so Dingen, dass die Menschen anfangen aufzuwachen. Es ist nicht nur ein Mein-Spiel, sondern es ist jetzt ein Wir-Spiel. Und solange wir zusammenarbeiten und Einfühlung füreinander haben, können wir das alte, selbstsüchtige Bewusstsein ändern, was hier all die Probleme, die Kriege und sonst noch was erschuf. Zu der Erkenntnis kommen, dass wir eine planetarische Gesellschaft sind, und dass wir ein planetares Wesen darstellen. Wir waren in der Lage, in diesem Programm nur eine Handvoll von Erfindern vorzustellen und ihre bemerkenswerten Geräte. Es gibt da Hunderte, wenn nicht gar Tausende von Menschen weltweit, Wissenschaftler, Ingenieure, Unternehmer, die gerade jetzt aktiv daran arbeiten. Sie erforschen und entwickeln diese phänomenale Technologie bis zu dem Punkt, wo sie vergrößert werden kann und dann in Massen vermarktet wird. Wir befinden uns an einem zentralen Kreuzweg in unserer Menschheitsgeschichte. Können wir als Gesellschaft unsere Ängste loslassen, die wir mit der Gewalttätigkeit der Vergangenheit verknüpfen? Und das Unbekannte, Neue, können wir das umarmen? Können wir unseren rigiden Skeptizismus ablegen zugunsten eines wissbegierigen Geistes? Unser eigentliches Überleben kann davon abhängen, wie wir diese Fragen beantworten. Wir hoffen, dass wir Ihnen genug der nötigen Informationen gegeben haben, die Sie Ihren zukünftigen Entscheidungen zugrunde legen können, die dieses aufregende neue Feld betreffen. Entscheidungen, die bald die Zukunft unseres Lebens beeinflussen werden. Und auch die eigentliche Zukunft unseres Planeten Erde. Ich sehe Sie an der Ziellinie. Das Rennen hat schon begonnen. Aus dem öffentlichen Hauptbuch der Stadt Philadelphia aus dem Jahre 1933. Befragt, ob die plötzliche Einführung seines Prinzips das gegenwärtige ökonomische System stürzen würde, antwortete Dr. Tesla: Es ist schon schwer gestürzt. Er fügte hinzu, dass jetzt mehr denn je die Zeit reif sei für die Entwicklung neuer Ressourcen. Thank you.